So, jetzt aber. Guten Abend. Ich weiß nicht, ich habe hier wirres Zeug heute. Ich bin total durch. Ich hatte gestern Migräne. Und das hängt mir heute noch nach. Aber ich wollte nicht schon wieder ausfallen lassen wegen Migräne, weil das ist Kacke. Auf Dauer ist das einfach Kacke. Ich muss mal gerade eben gucken. Ich vielleicht. Wo sitzt denn die Kamera normalerweise? Da, oder? Da so. Haut das hin? Glaube schon. Ja. Ein Sheep wurde geboren. Eigentlich war heute angedacht malen, aber ich kam wieder zu nix. Aufräumtechnisch. Auf meinem Tisch. Deswegen, hier ist jedes Kabel mit jedem verknotet, ne? Moment, das kriege ich auseinander. Das da nicht. So. So. Abigail wohnt noch nicht bei uns. Wir feiern diesen Stream die Heirat, glaube ich, ne? Diesen Stream ist Hochzeit. Mein Kopf oben abschneiden. Aber ihre Sachen sind schon da. Ja. Was geht hier? Ein Käse ist fertig. Cool. Das ist, wir haben sehr viel Geld. Ah. Ja, ich habe wieder Mods geupdatet. Es ist, dieser Geburtstagsmod ist Fluch und Segen zugleich, weil irgendwann kacken einen halt einfach alle mit Geschenken voll. Dann ist das schon mal anstrengend. Morgen zwischen 9 und also ab 9. Und wir müssen 9 Items mitbringen. Dann lassen wir noch den Käse gerade im Inventar. Ich weiß nicht, was noch alles gute Werte bringt. Aber ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich glaube, gute Eier. Oh, das klingt jetzt auch so falsch, ne? Ich glaube aber wirklich, Eier waren auch noch sehr gefragt. So, ich habe eine neue Mod installiert. Eine. Zwar, weil mich es einfach beim letzten Mal so abgefuckt hat. Wir haben jetzt eine Mod drauf, die im Prinzip macht, dass es diese ganzen Blumen nicht mehr in 1000 verschiedenen Farben gibt, sondern nur noch in einer. Weil einfach mein Inventar am Sterben ist. So. Wird uns wahrscheinlich heute im Laufe des Streams dann auch mal begegnen. Die Thematik mit den Blumen. Was ist hier denn los? Ein Kürbis noch, oder was? Ach, da war sogar noch eine Blume. Aber nur eine. Also ist schon nicht wenig zu gießen hier. Überlege auch hier einen Gang runterzuschalten. Das ist schon ein bisschen intens geworden. Irgendwann habe ich ja nicht mehr überblickt, was wie ist, weil teilweise Sachen gegossen waren und andere nicht. Jetzt ist komplettes Chaos. Ich würde es einfach mal sagen. Weiß ich nicht. Ich schmeiß das mal rein. So. Keine Ahnung. Alles, was jetzt gerade nicht. Irgendwie. Wir machen noch einmal. Den Herbst machen wir noch durch, den Winter wird sortiert und dann ab dem dritten Jahr wird Ordnung gehalten. Ab dem dritten Jahr muss einfach Ordnung gehalten werden. Was ein Chaos, ey. Haben wir denn da so?
Ah, so, ich muss auf jeden Fall auf die Insel. Ich will heute die 100 Walnüsse zusammenkriegen. Safe heute. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall zumindest dieses eine Fossil fertig kriegen. Müssen wir Artefaktdinger ausgraben und angeln und auf jeden Fall dieses Panning betreiben. Da ist aber auch immer die Frage, ob halt diese Panning-Orte halt auftauchen. Muss kann mal schauen. So, jetzt haben wir hier das. Das jetzt einfach mal hier so rein. So. Dann haben wir hier noch und das da. Das und das. So. Der Rest ist jetzt schon okay. Cool. Komplett Chaos. Oh, der Dings ist fertig. Das ist einerseits nice, andererseits keine Ahnung, was ich da jetzt reinstecken soll. Fehlen echt gerade die Sternfrüchte und da sind sie auch schon. Immer so frei. Dafür habe ich den Harvest with, also das mit der Sichel ernten, habe ich halt runtergenommen. Da war ja die Sache. Jetzt besser, die Samen nachzukaufen. Das passt ja eigentlich hier noch. So. Können wir die nämlich gerade hier reinpacken? Will mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt hier Top-Qualität Sternfrüchte. Wie viel geht da? Wait, 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 what? Was ist, wenn ich hier so ein Dinge daneben packe? Kann der auch automatisch reinpacken und rausziehen? Das geht nicht. Oder ist das jetzt, weil das nicht die gleiche Qualitätsstufe hatte? There's no room. Okay. Zeigt aber auch nicht an, wie lang es noch braucht. Ah. Das sind jetzt 28, die ich da reinballer. Wir gucken mal. Ich will auf jeden Fall hier die Dinger auch beschäftigen. Reicht gar nicht, lull. Wenn ich das jetzt da reinknall. So. Was ist hier mit? Brauchen die genauso lange? Weil dann lohnt es sich ja eigentlich gar nicht, die da Teile zu bauen. Brauchen nur halb so lang etwa. Ein bisschen weniger als halb so lang. Okay, 28, 20 ist da jetzt noch. Nee, das nicht. Klatschen wir da auch noch mal schnell rein. So. Also der Keg ist ja jetzt gebaut. Ich brauche aber noch einen vierten Barn. Was sind? Ich weiß gar nicht jetzt, was hier drin ist. Gar nicht, ob ich einen dritten Coop möchte, ehrlich gesagt. Ich hätte auf jeden Fall gerne einen weiteren Barn.
haben jetzt drei. Irgendwie unterschiedlich aussehen. Okay. Jetzt eigentlich mit den Schweinen. Die sind jetzt mit den Schafen noch in einem Gebäude. Schwanger ist jetzt aber, glaube ich, gerade keiner mehr. Oder täusche ich mich da? War das Schaf nicht gerade das, was wir zuletzt geschwängert hatten? Bin sehr verwirrt. So. Ja, wir wollten ein Schwein schwängern, aber es ging nicht. Weil einfach kein Platz war. Beziehungsweise die haben auch schon geschlafen gehabt, ne? So, jetzt sind zwei schwangere Tiere in dem Barn, wo die Schweine drin sind. Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich muss auf die Insel. Muss dringend. Wo ist denn mein Stein und mein Holz? Habe ich im Inventar? Okay. Eventuell Hartholz. So, und dann Robin callen. Farm Buildings. Ich brauche noch einen Barn. Das ist jetzt ungünstig. Wir gehen weg, wenn man draufklickt. Okay. So, jetzt muss ich ganz, ganz dringend auf die Insel. Da mein Zeug erledigen. Muss dann über Umwege aber gucken, dass ich erstmal im Festival fernbleibe. Wollen die haben? Ja, wir gucken mal. Schauen wir mal. Ich muss ja erst noch mal Sachen einsammeln, die ich fürs Festival gebrauchen kann. So. Uiuiui. Hose ist heute eng. Erstmal schauen, kann ich hier irgendwo was ausgraben? Nö. Nö, nö, nö. Gibt nichts auszugraben. Hier haben wir noch ganz viele Sternfrüchte zu ernten. Uiu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 i. George, okay, George calling. Der immer anfängt zu sprechen über darüber, dass er nicht sprechen möchte. Konnte ich nicht? Konnte ich doch? Konnte ich nicht? Konnte ich damit? Ja, konnte ich. Jetzt habe ich zwei Kokosnüsse bekommen, okay. Auch gucken. Nehme ich den einfach mal. Habe ich nicht noch diesen Samen? Aber wir sind jetzt drüben in der Kiste, ne? Ungünstig. So. Den ganzen Kram ernten. Da gab es noch einige Nüsschen. Alles, was hier Sternfrucht ist, ist aber auch gedüngt, ne? Es wäre schon gut, wenn ich das auch wieder einsehe.
Aber ist halt das Saatgut nicht dafür. Könnte jetzt natürlich auch erstmal zurückgehen. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Habe ich jetzt meine 100 Nüsschen zusammen? Offensichtlich habe ich das. In die schließen. The Secret Walnut. Walnut? Walnut Room. Mein Wasser abgegeben. Da. Das ist das. Ich bin wirklich so schwach, dass ich halt jedes Mal halt irgendwie hier so Handtuch oder Pullover oder sowas dazwischen packen muss, weil ich sonst die Flasche nicht aufkriege. Krieg auch tatsächlich von diesem Kunststoff, weiß ich nicht, da ist irgendwas drin, wogegen ich allergisch bin. Und also es ist wirklich nicht Hornhaut, sondern das ist eine Allergie. Krieg hier so einen Ausschlag von. Tja, vor allem habe ich das aber auch, wenn es also Metalldeckel sind. Wahrscheinlich irgendeine Nickelallergie oder sowas. Weil, wenn ich eine hätte, also wenn ich eine habe, würde ich die halt sonst auch sowieso nicht feststellen, weil ich trage halt sonst nichts. Der E-Ring ist halt Edelstahl innen drinne und das hier ist Kunststoff. Ich habe halt auch nicht hier diese komischen Pads, die dann auch eigentlich normalerweise Kunststoff sind, aber viele haben da ja dann irgendwelche Reaktionen. Ich habe halt nichts an meinem Körper, was irgendwie irgendwelche Casual-Allergien auslösen würde. So. Challenge has just begun. Oh. Questmarker. Sehe ich jetzt schon. Okay. Key Gems. Gut. Radioaktiv. Cool. Das hört man doch gerne. Und da können wir sie dann eintauschen. Dings da Business. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Also. Ist Level 100 in einem Stück. Das können wir ja, naja, relativ easy. Oder 50.000 Punkte im Junimo-Karten. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe nicht ins Arcade. Da kriegen wir 40. So, und wir kriegen Junimo-Chests. So, das ist sowas wie Ender-Chests in Minecraft anscheinend. Ach, es gibt vanillene Pferdeflöte. Okay. Wow. Das ist nice. Guten Abend, Hicks. Wie geht's? Wie steht's? Bin gerade sehr. Ich fühle mich sehr cheaty. Es gibt die Pferdeflöte einfach. So legit, ne? Und ich habe halt die ganze Zeit die Mod benutzt dafür. Stardew Valley.
Ja, Jovelli, wir sind gerade in dieses Haus rein, wofür man 100 goldene Walnüsse braucht. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass ich diese Pferdeflöte habe, weil das ist ja keine einzelne Mod. Das ist ja diese Mod, die ich eigentlich habe, wegen, dass das Pferd etwas weniger platzdingsig ist. Pierre's Missing Stocklist. Yeah, might be interested. Hopper, okay. Items placed inside will automatically be loaded into the machine in front of it. Ach, diese ganze Automationssache könnte man auch darüber machen. Warum eigentlich gar keine Mod für? Jetzt fühle ich mich noch cheatiger. Enricher. Place on a sprinkler and load with fertilizer. To apply it when planting seeds nearby. Weiß ich nicht. 2 Minus in Deutsch, ja, würde ich sagen, guten, richtigen LK gewählt. Watering Range Increase. Ich hoffe, wenn das dauerhaft ist. Deconstructor. Aha. Key of the Town für 20? At any time of day? Wir müssen nicht mehr bis um, also vor 5 Uhr bei Willi sein. Gilt das auch für Richside View? Richside Valley? Das wäre lustig. Galaxy Source. Haben wir Forge 3 of these into a galaxy weapon to unleash its final form. Cool. Aber. Also werden da aus 3 Stück davon eine Galaxy Weapon oder soll ich mit. Also soll ich 3 Stück davon mit der Galaxy Weapon zusammen? Ja, wahrscheinlich, ne? Damit ich Final Form der Galaxy Weapon bekomme. Das macht Sinn. Also wäre das was, worauf man sparen müsste und das hier wäre wahrscheinlich auch nicht unpraktisch. Man immer überall rein könnte. Sein Hut. Okay. Harry Tepper. Doppelt so schnell wie normale Tepper. Ja. Hyper Speed Grow. Aber ist ja nur das Rezept. Da brauchen wir trotzdem noch diese radioaktiven Sachen für. Ne? Oh, hier ist das Rezept für den Hopper. Dass man den Hopper selber bauen kann. Exotisches Doppelbett. Okay, cool. Also, ich würde sagen, erstmal auf den Key, ne? Den Key und dann auf dreimal das Galaxy Soul Dinge sparen. Haben wir hier? Perfection Tracker. Produce and Forage Shipped. 63%. Obelisks on Farm. Okay, Golden Clock on Farm. Monster Slayer. Great Friends. Farmer Level. Alle Stardrops. Auch nicht, ja. 1% der Kochrezept, okay. 26% der Fische gefangen. Generell die goldenen Walnüsse gibt es 130, okay. Sind wir bei 22%. Sollen wir echt so einen 100%-Run machen? Ich weiß nicht. Ja, das ist dann natürlich ganz nett, wenn das ein aktuelles Gedicht ist. Moment, ich kann mich mal kurz einrenken lassen.
So, ein Wirbel drin. So, das war eine kurze Liste. Muss mir nicht mal scrollen für. Gut. Da fehlt ja gar nicht mehr so viel. Haha. Also, das gibt es hier, glaube ich, nicht mehr so viel, ne? Okay. Muss man einfach mal schauen dann. Ich könnte jetzt noch ein bisschen angeln hier. Ich könnte aber auch zurückgehen und schon mal das Zeug ins Inventar nehmen, das mir noch fehlt. Mache ich auch. Ich brauche eh erst mal wieder Saatgut für hier. Ach ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie viel das war. Da jetzt mal eine raus. Ich glaube, da waren mehrere, mehr jetzt dabei, ne? 200, 300, 100. Was denn? Und er will das Jelly-Zeug, ne? Das ist für Willi. Ja, okay. Ich glaube, brauchen wir morgen einfach nur alle großen Eier, die wir haben, in Iridium-Qualität. Dann sind wir safe. Glaube ich. Würde jetzt hier einmal noch gucken. Schmeiß jetzt hier nochmal davon was rein. So, da ist ja auch. Da drin ist ja Gold drin oder ist da Iridium-Qualität? Ich glaube, da ist Iridium noch drin, ne? Ha, das geht nämlich dann doch noch rein. Jetzt ist da. Nicht genügend Fruits im Backup? Hi, Flippinator, willkommen. Ich bin sehr verwirrt gerade. Okay. Weil er tut ja immer nur eins rein. Aber offensichtlich funktioniert ja die Kiste nicht. Also ich kann das rausnehmen. So, das da läuft. Ich muss dann noch bei Mani noch einen Autograbber besorgen. Das Gewächshaus ist wahrscheinlich auch fertig, ne? Aber da kann ich ja jetzt eh gerade nichts wirklich mitmachen. Kann ich noch irgendwo anders das Zeug reinschmeißen? Noch irgendeine andere Möglichkeit. Da brachten Sternfrüchte auch viel Punkte. Weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ich baller das jetzt einfach mal weg. Ja. Muss alles weg. So, auch weg. Nehme ich mal das Zeug hier raus. Da glaube ich, bei dem Event morgen ganz hilfreich sein könnte. Aber warum sollten Eier mehr wert sein als Mayonnaise? Ich gucke das mal eben nach.
So. Das Scoring. Produzierte Sachen. Haben wir 8 Punkte bei goldenen Eiern, Milch, Federn. Wir haben ja insgesamt 9 Slots, glaube ich. Oh mein Gott, was ist da alles? 8 Kategorien auf Items. Okay. Jede Kategorie 5 Punkte. Base Reward sind 14 Punkte. Irgendwie habe ich das einfacher Erinnerung. Sehr, sehr viel einfacher. Also 8 Punkte ist das Maximale. Was ein Gegenstand an Wert haben kann. Und eigentlich haben alle Iridium-Sachen, außer so ein paar, haben nämlich die Eggs haben nämlich keine 8 Punkte, die sind nämlich nur 7 Punkte, also außer Eiern. So. Also ich nehme ein Ei mit, ich nehme einen Käse mit. Oder wie heißt's? Ja, Moment. Ah, guten Abend, Fishtail Whale, willkommen. Wie geht's? Wir suchen gerade die Objekte raus für das Festival. Ich nehme auf jeden Fall eine Feder mit. Das ist ja Animal Product. So. Und dann nehme ich mit bearbeitete Stuff. Und da fängt dann schon an. Also ich glaube, ich nehme dann einen Käse, weil das funktioniert safe. Cooking. Da gibt es aber keins, das 8 Punkte gibt. Fische. Sogar manche Iridium-Qualität, die nur 6 Punkte bringen. Blumen ist nochmal eine extra Kategorie. Und Früchte und Gemüse ist jeweils einzeln. Mineralien auch nochmal eine einzelne Kategorie. Oh boy. Ups. Also. Totales Chaos, wie man es kennt. Also ich nehme das. Käse ist nur Goldqualität. Unangenehm. Ich weiß nicht, ob der Stoff zählt, weil ich glaube, Vanille hat, haben die keine Qualitätsstufen, ne? Hier ist so ein Käse. Okay, ich kann auch den nehmen. So. Naja, wollte ich ja keine rausnehmen. Nehme das schon mal mit. Dann hatte ich, glaube ich, da drüben in der Kiste noch Stuff reingeschmissen. Da muss ich noch mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Da ist doch bestimmt
Gemüse drin. In perfekter Qualität. Ich weiß nicht, ob das. Blumen ist nochmal eine eigene Kategorie. Obst ist auch nochmal eine eigene Kategorie. Ich glaube, ich habe jetzt gar kein Obst, ne? Hier irgendwas mit hoher Qualität. Ich habe da nur Zeug reingeworfen, das keine hohe Qualität hat. Traurig. Vivia, okay. Hi. Wegen sowas ruft die um 12 Uhr nachts bei uns an? Okay. War nicht creepy oder so. Aber Sternfrüchte sind ja Früchte, ne? Der Theorie. Die kriege ich ja nicht. Warum nicht, ist die Frage. Warum nicht, ne? Und damit guten Abend. Spit. Ich habe die ganze Zeit Split immer gelesen, weil schlechte Augen und so. Aber jetzt sehe ich erst, sind ja zwei I's einfach nur. Ah, was mache ich denn? Keine Ahnung. Da muss ich mich jetzt Dienstag drum kümmern. Ich habe mir noch bis 9 Uhr dann Zeit an dem Tag, um Sachen vorzubereiten. Die wichtigere Frage ist, warum callen mich die NPCs um 12 Uhr nachts? Und vor allem noch eine wichtigere Frage ist, warum callen mich die Katzen in Stardew Valley ab und zu? Das, finde ich, sind die Fragen, die man sich stellen muss. Okay. Ja, müde. Wir heiraten ja einen Tag. Einen Tag nach dem Festival, ne? Oh, that much money! Ich habe super schlechte Augen. Ich sehe halt mit Brille 50%. Irgendwie beim Optiker stand auch in der Akte drin, dass ich irgendwie eine Zeit lang auf dem linken Auge nur 5% oder 3% gesehen habe. Und die haben mich dann gefragt, was los ist. Und ich dachte mir so, ich weiß davon nichts. Aber okay. Cool, dass das da in meiner Akte steht. Ah, oh, good luck. Oh, wird das auf die Ernte auch Auswirkungen haben? Ja, die Katzen wollen Futter. Ja, ist so. Ich kümmere mich auch echt nicht gut genug um die Katzen-NPCs hier. Um die Katzen ja sowieso nicht, aber die haben wenigstens keine Handys, um mich zu callen. Die liegen halt einfach nur im Weg rum. Hier so sind sie jetzt schön verteilt, dann tagsüber draußen, aber weh, ich muss dann ins Bett, dann liegen sie halt hier mitten im Flur. Ich weiß es ja jetzt besser. So. Das Schöne ist, wenn ich erstmal so einen Fehler gemacht habe, dann kann ich mir das auch viel besser merken, dass ich das nicht mehr machen sollte. Oh. Post-Wedding Reception. Okay, man kann es auch so nennen. Ich würde es ja eher Honeymoon nennen, aber gut. Okay, wir können da After-Wedding-Stuff, Post-Wedding-Stuff organisieren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, weil unsere Farm braucht uns. Ist einfach so. Da. Ah. Müsste eigentlich mal ein bisschen Inventar aussortieren auch, ne? Ganz klar. Sieht der Bienenstock. Also, ja, ich habe ein bisschen Mods geupdatet, ne? Unter anderem auch diese Mod für das Optische. Ein paar Sachen sehen jetzt wahrscheinlich einfach anders aus als vorher. Mal gucken, den Iridium-Sprinkler, den hätte ich einfach mal. Und das nehme ich mit.
So, das ist Zeug, das ich behalten muss. Aus Gründen. Das kann man weg. Weg. Kürbis vielleicht mal für Abigail noch aufheben. Wir sind Traktor oben vergessen, ich weiß es nicht. So, ich würde mal im Blindflug ein bisschen gießen. Also, es sind nur 130. Aber ja, ich bin da. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Nachdem ich früher zu doof war, auch nur zwei Mods zu installieren, da habe ich dann ein bisschen, ne, wie es so ist, Blut geleckt und dann richtig, richtig reingeballert. So. Sieht doch schon ganz passabel aus hier. Lasern zu lassen. Also, man sagt ja, man soll nur lasern lassen, wenn sich die See, also wenn die Sehstärke, also die Dioptrien stabil sind. Was bei mir jetzt endlich der Fall ist, das ist das erste Mal, dass ich keine neuen Werte gekriegt habe. Und das sogar über einen Zeitraum von jetzt 11 Jahren. Also ich habe vorher bald alle 2 Jahre neue Brille gebraucht. Dem ist inzwischen nicht mehr so. Das Problem ist, ich habe eine extrem starke Hornhautverkrümmung, erblich bedingt. Und man kann ja, also beim Lasern wird ja, glaube ich, ein Teil der Hornhaut auch weggelasert, meine ich, sodass praktisch das Auge selber eine andere Krümmung hat. Damit man einfach dadurch ausgleicht. So. Und jetzt kann man ja bei mir mit dieser starken Hornhautverkrümmung nicht super viel weglasern. Beziehungsweise es nicht so viel besser machen durch das Lasern. Dadurch jetzt, dass das schon stabil ist vom Wert her, kann man zumindest sagen, okay, es würde sich lohnen. Also es besteht nicht mehr die Gefahr, dass es danach wieder signifikant schlechter wird. Zumindest nicht aus Gründen, dass sich halt die Sehkraft an sich wieder ändert. Aber halt die Frage, ne? Also wenn ich statt 50% dann halt 60% sehe mit Brille, hat das, glaube ich, nicht so einen Mehrwert dafür, dass ich halt weiß, dass mir halt irgendwie im Auge rumgeschnitten wird dafür. Also ja, Lasern ist jetzt nicht so krass an sich, aber dafür muss ja da die oberste Schicht aufgeschnitten werden. Richtig, das klingt richtig wild. Oberste Schicht wird aufgeschnitten und dann. Ja, ich muss auf das Festival. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dann eben wird gelasert und dann wird die oberste Schicht wieder draufgepackt und so verklebt. Und das finde ich schon so ein bisschen gruselig. Möchte ich eigentlich nicht so gerne. Also wenn sie es vermeiden lässt, solange es geht, dann würde ich das eher vermeiden lassen, weil nee, nicht so Bock drauf. Hat er auch zum Beispiel mal feste Kontaktlinsen, also harte Kontaktlinsen, weil weiche zu dem Zeitpunkt nicht ging. Und der Vorteil an weichen Kontaktlinsen ist ja einfach, die kannst du ja zusammenfalten bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Weiß ich nicht, hat ja keine. Boah, gehe ich jetzt mit dem ganzen Krempel aufs Festival? Ich glaube nicht, ne? Schmeiß das mal hier rein. Kann ich einfach so sagen, ich möchte eins davon wieder haben? Nee, gell? Okay, dann. Glaube, Eggplant bringt aber mehr als das. Also kommt das weg. Oder bringt die Beete sogar mehr? Ich glaube, die Beete bringt mehr. Dann kann das weg. Das kann weg. So.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann legen wir noch eine Shard rein. I don't know. Irgendwie sowas. Ja. Also ich fühle mich halt einfach unwohl, wenn ich weiß, er wurde an meinem Auge rumgeschnitten. Und wer weiß, ne, im Alter hat man ja nicht mehr so viel, über das man sich erfreuen kann. Wenn man dann noch irgendwie Probleme mit den Augen kriegt, weil man sich irgendwann mal hat am Auge rumschneiden lassen. Na, nicht so meins. So, erstmal hier den Stuff reinballern. So. Mit allen reden. Ah, danke schön. Danke, danke. Die ist auch neu tatsächlich, ne? Also, ich hatte bis vor. Also, ich habe seit diesem Monat diese Brille. Davor hatte ich 11 Jahre eine andere. Ich kann ja mal eben zeigen. Ich habe die hier noch. Als Ersatz ist ja auch ganz praktisch, weil er hat ja immer noch dieselben Werte, aber die Gläser sind halt sehr einschränkend. Ich schaffe es noch, die kaputt zu machen. Darf es noch? Boah, ich sehe nichts mehr. Das ist halt meine alte Brille. Und die sieht halt einfach super, super streng aus. Und vor allem, es hört halt einfach hier schon auf optisch, ne? Und dann rutscht die auch meistens noch. Und das heißt, ich habe halt so. Die Hälfte vom Bild ist halt einfach nix, ne? So. Weiß ich nicht. War ich schon jetzt ein paar Jahre mit unzufrieden, aber war halt immer so, ah, nee, vor allem die letzten 2 Jahre, boah, nee, mir von jemandem Fremden im Gesicht rumfummeln lassen. Nee, muss nicht. Und dann dachte ich mir so, aber jetzt könnte man mal. Jetzt so zwischen zwei Corona-Wellen wäre das ganz nice, eine neue Brille zu kriegen. Ja, hier ist alles gemoddet. Alles komplett durchgemoddet. Ja, ich habe auch extra. Ne, heute war so das erste Mal, glaube ich, wo ich die Nexus-Seite aufgemacht habe und gesagt habe: Schauen wir mal, was es Neues gibt. Ich musste ja erstmal den ganzen alten Stuff erstmal Revue passieren lassen. Ich heute mal wirklich aktiv nach neuen Sachen geguckt und da war halt eben genau diese eine Blumenmod dabei, dass die alle dieselbe Farbe haben und einem nicht mal das Inventar voll kacken, wenn man nur eine Sorte Blumen gerade mal am Abfarmen ist. Wie man sieht, die ganzen People aus Richside sind auch gerade am Start, zum Teil. Ich die auch alle mal dann abgefrühstückt, was das Kennenlernen betrifft. Auf jeden Fall dringend diesen Schlüssel fürs Dorf. Achso, was ich wegen den Kontaktlinsen erzählen wollte. Weiche Kontaktlinsen, super cool, kannst du halt falten oder zumindest so weit biegen, dass du sie halt einfach ins Auge kriegst. Das ist bei harten Linsen halt eben dann nicht. Was dazu führt, dass die harten Linsen auch kleiner sind, weil man sie ja eben nicht biegen kann. Das ist zwar dann schön, weil man sagt immer, man hat mit Kontaktlinsen an sich eine bessere. Ja, also kann auch ein paar Prozent rausholen. Was einfach grundsätzlich physikalisch dadurch geschuldet ist, dass sie halt näher am Auge sind, als es mit der Brille möglich ist. Mehr ist es an sich, glaube ich, einfach gar nicht. Bei harten Linsen wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich, dass das dann halt flach, also wirklich hart ist und dann vielleicht so ein bisschen noch was verbiegen kann am Auge. I don't know. Soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich habe sie nur getestet und sie waren super kacke. Die waren einfach so klein, dass ich halt komplett diesen geschliffenen Rand außen die ganze Zeit wahrgenommen habe. Mehr noch als bei einer Brille. Also mein Sichtfeld war signifikant kleiner. Und ich wurde halt wegen Autofahren, wegen Führerschein machen in diese Kontaktlinsen-Sache halt reingequatscht. Und ich habe dann mit Kontaktlinsen zum Teil Fahrstunden gehabt, wo ich dann halt echt nichts sehen konnte aus dem Augenwinkel raus, weil im Augenwinkel raus habe ich ja erstmal eh schon dann keine gute Sehkraft. Und zweitens, zusätzlich dazu konnte ich auch gar keine
Also es hat total abgelenkt, weil ich nicht wusste, ist da jetzt eine Bewegung oder nicht. Weil halt da dieser Rand war, in dem halt das Licht komplett weird gebrochen wurde. Und dann hatte ich noch einmal, dass ich mir auf der Überholspur, dadurch, dass die ja nicht anschmiegen ans Auge, sondern einfach hart drauf fliegen, ja, da auch mal Luft runterkommen kann oder halt Dreck, während man sie aufhat. Also nicht, dass einem beim Aufziehen was drunter kommt, sondern einfach so den ganzen Tag geht's gut und auf einmal hat man was drunter. Dann soll man den Kopf nach unten halten und dann so lange blinzeln, bis sie von alleine rausfällt. So, und ich war halt auf der linken Spur und ich hatte auf einmal plötzlich was unter der linken Kontaktlinse drunter. Ich war in dem Moment so froh, dass die Fahrlehrer halt auf ihrer Seite auch Pedale haben und bremsen können. Beziehungsweise halt, ne? Das war sehr unangenehm. Richtig unangenehm. Und vor allem fangen dann beide Augen an zu tränen, nicht nur das eine. Und jetzt kann ich auf der linken Spur ja schlecht sagen, okay, fahr du mal. Ich muss mal kurz nach unten gucken. Und so lange blinzeln, bis diese blöde Kontaktlinse von alleine rausfällt. Und kein Scheiß, das hat nie funktioniert. Die ist nie von alleine rausgefallen. Man braucht dann so ein kleine Pipette, Schrägstrich, Saugnapf, dass man sich aufs Auge setzt, also auf diese Linse und dann die sich so rauszieht. Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Nee, will ich nicht. Keine Ahnung. Bin ich so für Saugnapf-Action in meinem Gesicht. Bin sehr froh, dass die Zeit nicht weiterläuft, während wir sie alle bequatschen. Aber hier ist jetzt wenigstens mal richtig was los hier oben. Ja, also ganz ehrlich, ne? Ich wurde halt auch dann gemobbt dafür. Aber die, ne, das war ja so. Die Mobber, die suchen halt nach Sachen, ne? Also wäre es das nicht gewesen, wäre es halt was anderes gewesen. Und ich kann ja mal so eine Geschichte erzählen, wo das Mobbing bei mir aufgehört hat. Und ab da wurde es erst richtig gruselig. Richtig gruselig. So gruselig, dass ich danach, die darauf folgenden 3 Jahre mir einfach nur noch dachte, so. So ist besser. Also, so wie es vorher war, war angenehmer. Klingt richtig weird, aber ich habe da eine Story, das war richtig creepy. Kann ich gleich mal erzählen. How about you? Loud and festive. Ich mag organisierte, informative Sachen. Nicht mehr als nötig unbedingt. Und ich hatte eine Brille und ich wurde nicht wegen der Brille, also dass ich eine Brille habe, gemobbt, sondern den Leuten hat dann die Brille einfach nicht gefallen. Also kein Scheiß. Ich wurde dann, weil ihnen die Brille nicht gefallen hat, gehänselt. Also nun, kann ich ja halt auch nichts für. Mir hat sie gefallen. So. Ich glaube, wir haben alle durch. Ich glaube, es endet nicht, wenn wir mit ihm reden, ne? Wir können danach noch hier dieses Spielchen spielen. Wobei, gibt's was Neues im Shop? Zeig mal her. Haben wir alles schon. Glaube ich. Wir sollen es mal beurteilen jetzt. So. Ja, ich soll auch unbedingt gehen, weil ich jetzt 5% weniger Sehkraft hatte als noch vor 11 Jahren. Weil ich echt sagen muss, so 5%, was sind 5%? 5% kann eine Tagesschwankung sein, beziehungsweise ich hatte den Tag vorher noch Migräne. Also, nun, kann alles sein. Ah.
Das ist doch der eigene, ne? Die haben ja einen eigenen Optikerladen, ne? Also das ist ja wie wenn man sagen würde, ich nehme das 0-Euro-Modell von Fielmann, nur dass dann halt auch noch Fielmann draufsteht und so, dass jeder weiß, dass ich das billige Modell genommen habe. 15 Euro. Ne? Wobei ich sagen muss, ist, also die Wahl war zwischen dem 15-Euro-Gestell und dem 120-Euro-Gestell. Die waren beide gut und das Rennen hat halt das gemacht, weil es einfach alltagstauglicher ist. Weil es zu allem passt. Das andere wäre halt schwarz-lila Leopardenmuster gewesen. Hätte jetzt nicht so zu einem roten Kleid oder so. Aber ansonsten, ich habe damals halt auch immer günstige Brillen gehabt. Und daran haben sie sich nicht gestört, weil bei Fielmann tatsächlich halt einfach auch nicht draufsteht. Aber das Problem ist halt, sobald was draufsteht, was dann halt nicht... Also wenn nichts draufsteht, ist es den meisten sogar noch egaler, als wenn was draufsteht, was nicht gerade aktuell im Trend ist. Also, dann steht halt dann irgendwie krass drauf statt Ray-Ban und dann schon so, oh, keine Ray-Ban-Brille. Und sie hätten es halt nicht thematisiert, wenn nichts drauf gestanden hätte. Hab gewonnen, yay. 1000 Tokens. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber die kann man ja nicht ins nächste mit reinnehmen. Von daher suche ich mir dafür jetzt irgendwas aus. Glaube ich. Also ich habe jetzt halt immer nur mitbekommen, könnte halt natürlich echt noch eine Linkskrähe hier gebrauchen, ne? Und die restlichen verballern wir. Ja eben, wenn sie einem selber gefällt. Da kommt auch immer drauf an, ne, in welchem Alter das passiert, ne? Wir nehmen mal grün und ballern mal da 200 Punkte rein. Also das war wie so in der, ich glaube in der 7. oder 8. Klasse, ab wo es mir nicht egal war, weil es nervt ja trotzdem, aber wo ich dann schon gesagt habe, okay, lieber lasse ich mich noch mal 3 Jahre hänseln. Der ausschlaggebende Punkt war, wir hatten ein Mädel, deren Mutter halt so beziehungsweise den hat, glaube ich, so einen Klamottenladen gehört, wo es auch Markenklamotten gab. Deswegen haben die auch immer Markenklamotten getragen. Damals war halt irgendwie so Max und sowas im Trend. Und ich konnte halt damit überhaupt nichts anfangen. Und das war mir halt egal. Und naja. Dann dachte ich mir so, weil ich hatte eine Freundin in der Klasse, die halt mit diesen ganzen Alpha-Mädels komplett BFF war, aber trotzdem mich nice fand. Was nicht geholfen hat beim Mobben. Aber schon insofern, dass so ein Ding war so, ja, wenn sie jetzt Markenklamotten anziehen würde, würdet ihr dann eine Chance geben? Das war dann so, okay, ja. So, gut, dann give it a try, ne? Dann habe ich halt einmal Markenklamotten gekauft in dem Laden. Ich kaufe jetzt einfach mal hier auch alles leer und habe immer noch 500. Ich weiß nicht, was ich... Ja, komm, wir nehmen auch das Heu mit. Out of stock. Sell out. So. Gehen wir jetzt einfach mal. Na komm. Und ich habe dann tatsächlich was gefunden, was mir auch wirklich optisch gefallen hat. So ist ja nicht, ne? Also man kann da ja auch fündig werden, auch wenn man prinzipiell jetzt eher so, ja, brauche ich nicht ist. Oh, jetzt habe ich ja gar keine Samen, Sternfrüchte-Samen gekauft. Ich da jetzt noch welche. Ist Stacy noch da? Wir kommen nicht rüber, weil Pam nicht da ist. Kann ja nicht mehr selber fahren. Wir könnten hinreiten, aber das würde zu lange dauern. Naja, gut. So, und dann habe ich halt diese Markenklamotten angehabt. Und was soll ich sagen? Wurde dann auf den Geburtstag eingeladen. Wie das dann halt auf einmal so passiert, wenn man, wenn die coolen Kids sagen, okay, du trägst jetzt Markenklamotten, deswegen gehörst du jetzt dazu.
Ich dachte mir so, gehst du hin? Was soll schief gehen, ne? Da kommen ja eh die ganze Klasse, weil jeder spricht ja darüber. Und ich hatte ja mit den Mädels überhaupt nichts gemeinsam, ne? Also so gar nicht. Und ja, bis auf halt meine eine beste Freundin, ne? Mit der habe ich halt so zusammen Videospiele gespielt, aber also die war auch dann da. Aber es hat sich halt rausgestellt, dass halt außer uns beiden nur, ich glaube, ein oder zwei weitere Personen aus der Klasse überhaupt da waren oder generell Leute da waren. Das heißt, wir saßen dann nachher zu viert oder fünft an dem Tisch und haben nur geschwiegen, weil wir keine gemeinsamen Interessen hatten. Das war schon sehr, sehr traurig. Das war dann auch der letzte Tag, an dem ich Markenklamotten getragen habe. Da habe ich bewusst einen Bogen um Markenklamotten herum gemacht. So. Das baller ich jetzt einfach mal in das Nachbargebäude. Habe ich auch irgendwas vergessen? Stimmt, ne? Ihr braucht noch ein Käse-Dinge. Und der Hub braucht noch ein Teil für Dings. So, das kann mal hier rein. Was? Beplotte? Okay. Ich habe gerade akut keine Ahnung, was das Verb bedeutet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir nehmen mal das eine hier mit. Das muss eins näher dran. Also be bedrucken? Oder wie meinst du das? Hier sind Kisten. Mayonnaise. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Da sind die Kühe drin, da sind die Ziegen drin. Aber die Käsemaschine in dem einen Ding gar nicht mehr, weil da ja gar keine Tiere mehr drin sind, die Käse machen. Obviously. War aber gar nicht auf der Insel, aber es ist ja nicht schlimm, weil da ist ja gerade nichts am Wachsen. Nee, ich leg mich hin. Das ist mir zu knapp. Ist die Katze im Weg? Oh, sie wohnt doch schon hier. Hi. Aber wir hatten ja Glück zurückgesetzt. Stimmt ja. Der Witz ist ja, ne? Mit dem Mobbing in der also, ne, unter Gleichaltrigen, das hört relativ schnell auf, wenn man aus der Schule draußen ist. Das in vielen Fällen, je nachdem, huch, jetzt los. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also bei uns wurde bei uns noch, ah, wir haben Hochzeit. Oh. Haben wir gar nicht das Honeymoon-Package gebucht. Habe ich zwei Piratenhut drauf? Ich wusste nicht, dass das sofort triggert. Wir haben richtig schicke Sachen an. Oh. Glaube, das Mobben hat bei uns ab der 12. Klasse aufgehört.
Ein paar haben in der 12 noch versucht weiterzumachen. Das war bei der Parallelklasse, beziehungsweise in dem Part meiner Klasse, die eben, wie heißt, nicht unser Fachbereich waren. Also wir hatten vier Fächer, also vier festgesetzte LKs, in denen man halt dann so drin war. Das waren einmal wir in der IT und der Bautechnik bei uns in der Klasse, und in der Parallelklasse war das Elektrotechnik und Maschinenbau. Ich meine, Elektrotechnik, Maschinenbau war eine reine Jungsklasse. Da ging es dann halt auch ein bisschen anders rund. Keine Ahnung, ob die das noch als selber als Mobben überhaupt empfunden haben oder als Neckereien. I don't know. Auf jeden Fall war das schon anders wild, aber das hat mich halt nicht betroffen. Aber ich glaube, die haben da schon untereinander, also bisschen übel gemobbt. Ich hatte da zum Beispiel, da war ein Junge in der Parallelklasse, aber es war noch in der 11, nicht mehr in der 12. In der 11, der hat halt mich gestalkt, mehr oder weniger, während der Pausen. Das war richtig weird. Also es ging so weit, dass eine Klassenkameradin von mir sich genervt gefühlt hat und ihm dann aufs Maul geben wollte, wo ich gesagt habe, lass ihn, wenn der meint, er will da hinten in der Ecke stehen und gucken, dann soll er gucken. Dann haben sich auf einmal, also die Jungs aus meiner Klasse eingemischt, so eine komische Haltung eingenommen, von wegen, die sind in unserer Klasse, lass die mal in Ruhe. Und ich denke mir so, ihr könnt mich selbst nicht leiden. Was ist das für ein Move? Ganz weirde Geschichte. Wir hatten dann noch so ein paar andere Sachen in der Elf, die halt echt nicht witzig waren. Dann haben wir noch so ein paar Bauzeichner gehabt, die halt in der 12 immer noch so ein bisschen so dieses Mindset hatten, so als ob das irgendwie lustig wäre, was die da machen. Ja. Da habe ich mich dann halt irgendwann rausgenommen. Muss man halt auch erst können, aber konnte ich halt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da hatte ich Ruhe. Ja, wir sollten auf jeden Fall Ebene 100 in der Dings machen. Ich habe halt also überhaupt nicht mitbekommen, dass irgendwie außerhalb von Schule halt so wirklich gemobbt wird. Ich meine, in den meisten Fällen hat man ja den Luxus, als Erwachsener sich dann sagen zu können, okay, das sind Leute, mit denen hänge ich dann halt eben nicht weiter ab. Ich weiß nicht, wie das ist unter Kollegen, ob da noch so groß Mobbing ist. Ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, was da so für Leute halt abhängen. Und um was es halt da konkret geht. Es gibt ja Leute, die halt echt wirklich wegen, ne, Jobchancen, Beförderungschancen sowas rummobben. Oder weil sie halt denken, dass der andere eine Konkurrenz stellt, obwohl es vielleicht gar nicht so ist in Wirklichkeit. Aber einfach nur die pure Tatsache, dass es Konkurrenz sein könnte, reicht manchen schon, um irgendwie schon mal prophylaktisch zu mobben, um denen die Chancen zu verschlechtern. Macht das irgendwie Sinn? Und zumindest habe ich so hier und da mal bei anderen mitgekriegt, aber naja. Boah, ja, selber nähen, ne? Selber Klamotten nähen. Wollte ich auch mal machen. Ich habe sogar eine Schneiderpuppe hier, ne? Aber ich habe halt so gar kein Talent dafür. Ich habe halt auch keine Nähmaschine, weil ich habe Respekt vor Nähmaschinen. Ich gucke das Ding an, denke mir so, wie soll das gehen? Wie? Weiß halt nicht. Ich habe halt Angst, mich einfach irgendwie festzunähen, wenn ich das benutze. So, da kommen wir gleich nochmal zu wieder. Haben wir noch mehr Stuff. Vielleicht zu Mani. Dann nochmal Autograbber kaufen. Einen zumindest. Das kann da auch noch rein. Kann da rein. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo ich Sachen einlagern sollte.
hier unten. Die Shippingkiste da oben, die ist einfach. Nee, ich brauch die unten. Ist so. So. Ah. Jetzt muss ich mal nachholen hier. Ja, muss man halt immer gucken, ne? Ob die Leute chillig sind oder nicht. Manchmal hat man auch einfach echt Pech und manchmal Riesenglück, ne? Wobei ich auch echt sagen muss, fast alle von denen, die halt so auf Stress aus waren, haben die 11 halt auch einfach insofern nicht geschafft, dass die Schule gesagt hat, ihr braucht in der neuen 11 auch nicht mehr auftauchen. So, ihr seid Mindset-technisch ist da nix. So, ihr seid einfach richtig unreif. Geht mal. Und wenn das eine Schule sagt, die sich ihre Schüler eigentlich nicht aussuchen kann, dann ist das schon ein bisschen andere Ansage. Weiß nicht, ob ich das Krähen-Ding echt brauche, ne? Deluxe Speedgrow müsste ich eigentlich auch richtig, richtig viel mal eingreifen bei Pierre ins Regal. Alles rausnehmen. Mal alles mitnehmen, sowas geht. So. Ich bevorzuge es jetzt eher mit dem Pferd mal weiter zu reiten. Also, wir müssen einmal auf jeden Fall ganz kurz zu Pierre noch ein bisschen Geld holen. Ich weiß, wir haben schon echt viel, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr haben. Aber wenigstens noch so ein bisschen Speedgrow. Ist der Mittwoch gar nicht da. Belastend. Aber ich brauche Sternfrucht-Saatgut. Wenigstens noch mal irgendwie so, keine Ahnung, 1000. Da bin ich noch lange nicht pleite. Ja. Ich muss sagen, ne, so richtig, richtig entspannt wurde es erst im Studium. Also unsere Lehrer haben uns immer gesagt, wenn wir mal in der Schule, also beziehungsweise ne, aus der Schule raus sind, erstmal im Studium sind oder arbeiten, aber auch Studium, würden wir uns wieder in die Schule zurückwünschen? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ich meine, ja, okay. Ich jetzt im Speziellen lande da ja früher oder später eventuell wieder. Aber nicht in dieser Position, ne? Nicht in dieser Position. Und Studium, das war so richtig so, das war relativ chillig. Da waren so ein, zwei Stressmacher, aber das ist so, Uni ist so ein bisschen anonymer. Man hat halt, manche Leute trifft man halt nur in den Seminaren. Die Vorlesungen sind so groß, auch selbst wenn dieselben Leute da drin sitzen, läuft man sich nicht über den Weg. Und wenn einer unter 140 Leuten versucht, Stress zu machen, da entwickeln sich keine Gruppendynamiken. Die sagen dann alle nur so, was ist das denn für einer, ne? Ja. Also, im Studium, da passiert das nicht so häufig. Wobei ich auch schon von Sachen gehört habe. Wir haben es in Seminaren, das sind ja mehr dann so ja, 10, 20, 30 Leute, die dann da sitzen. Und da hatten wir schon durchaus Fälle, wo dann, also normalerweise
Wie erkläre ich das jetzt, ohne dass es ganz, ganz, ganz komisch wirkt? Also es kommt vor, dass so Seminare, wo halt Referate gehalten werden, da gibt es so Dozenten, die machen gar nichts selber. Die machen den ersten Tag organisatorisches und dann halten im Prinzip die Studenten das komplette Seminar. Und da hat sich irgendwie eingebürgert, dass die ja, Themenverteilung über Schere, Stein, Papier läuft. Und ich hatte da einen Dude mal bei mir sitzen, der hat es auch nicht geschafft, sich für das Modul anzumelden. Der war gar nicht angemeldet. Und dann war die Dozentin so, ja, okay, hier sind noch ein, zwei andere auf der Liste, die angemeldet sind und jetzt nicht da sind. Wenn die nächste Woche wieder nicht da sind, dann kriegen sie deren Platz. Und dann wollte er natürlich ausgerechnet das Thema haben, was ich haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, also bevor wir hier irgendwie uns lächerlich machen mit Schere, Stein, Papier, weil es waren halt auch einfach nicht genügend Themen da, ne, um alle Einzelarbeit machen zu lassen. Dann lass doch zusammen machen. Und er hat mich dann einfach voll in die Scheiße geritten, ne? Also so, nicht mal im Sinne von, ich muss alles alleine machen, sondern so, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet und dann hieß es, ja, das passt zeitlich da nicht rein. Er hat einen höheren Redeanteil, als ich jetzt irgendwie angenommen habe. Also machen wir so eine Gruppenarbeit zum Beispiel jetzt nicht, wo wir die Seminarleute was arbeiten lassen. Das fällt dann weg. So, ja, okay, gut, ne? Dann lassen wir das halt weg. Hatten das dann auch so zur im Vorfeld eine Woche vorher dann Abnahme geschickt, der Dozentin. War okay. Alles fein. Also sie hatte da auch ein bisschen Mitverantwortung. Das ist, what the fuck? Wollt ihr mich trollen oder was? Was geht hier? Nee. Was ist das? Oh Gott. Nee. Ich brauche was zu essen. Hallo? Was zum... Holy cow. Dann haben wir das Referat gehalten. Und dann meinen sie so eiskalt. Ja, also ich hätte mir ja jetzt schon gewünscht, dass sie irgendwie... die Seminarteilnehmer mehr mit einbeziehen, mal so eine Gruppenarbeit oder sowas machen. Ich gucke ihn so an, denke mir so, ja, hatten wir eigentlich geplant, ne? Und ja, warum haben sie es dann nicht gemacht? Ja, warum haben wir das dann eigentlich nicht gemacht? Und er guckt mich nur so an und hat halt alles so voll so auf mich geschoben, so unter Motto. Ich weiß ja auch nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Oh Gott. Ganz ungeil, ganz richtig, ganz unangenehm hier. So, das war die eine Sache und dann eine andere Sache, die ich nicht persönlich mitbekommen habe, war, dass ein Kommilitone tatsächlich wegen auch genau dieser Thematik, ne, Themenwahl, bedroht wurde. Also, mit einem Messer. Oder, nee, das war was anderes. Nee, er wurde nur mit Fäusten bedroht. Das mit dem Messer, das war nochmal in der Oberstufe bei einem ehemaligen Klassenkameraden. Aber, ja, der Kommilitone, der hat Schläge angedroht bekommen. Aufs Maul. Habe ich jetzt einfach die Quest abgeschlossen, oder wie ist das? Muss ich da jetzt nicht nochmal hin, extra? Ja, sagt mir nicht, dass das jetzt hier Vanilla-Content ist, von wegen... dass wir jetzt das freigeschaltet haben über die Walnüsse und jetzt ist das schwerer dadurch. Und deswegen haben wir auch da das radioaktive Zeug jetzt. Ich meine, klar, wo soll das sonst auftauchen, wenn nicht hier? Aber trotzdem. Ich
Ich meine, pfui. Dann ballern wir den nochmal rein. Nicht noch mehr hier? Ich will gar nicht. Ich will gar nicht weiter. Ich habe kein leeres Inventar. Mir geht's nicht gut. So, das mit Pierre hat sich jetzt erledigt. Nicht mit Pierre, mit Willi. Pierre ist sowieso nicht da. Ja, komm. Ah. Anordnung zur Entlassung. Anordnung zur Entlassung inwiefern? Wenn Schüler nicht einfach sitzen bleiben, sondern dann raus sollen oder was? Oh, das behält nicht die Qualitätsstufe. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Das ist richtig unschön. Dafür, dass da schon... Ja, die wurden ja nicht deswegen konkret, ne? Aber das war halt ein interessanter Zusammenhang, dass halt gerade die Leute, die so drauf waren, halt dann eben auch so schlechte Noten hatten, dass man ihnen halt gesagt hat, hier wäre vielleicht besser, wenn du dich umorientierst, ne? Also die wurden jetzt nicht rausgezwungen, komplett aus der Schule, sondern ihnen wurde nahegelegt, dass es vielleicht, ne, besser wäre, wenn sie nicht bleiben. Keine Ahnung, ich verschicke jetzt einfach mal wieder ein paar Sachen. Und ich denke, dass ich mal irgendwie davon eins verschicken könnte, weil ich davon bestimmt noch keins verschickt habe. So. Den mache ich jetzt mal auf, oder? Davon auch mal eins verschicken. Weg. Das auch. Jetzt wird es hier langsam kritisch. Ich habe hier noch so ein Kristallgedöns im Inventar. Da würde ich gerne auch was reinstecken, aber ich weiß nicht was. Oh, das tut sich in der Qualitätsstufe vermehren. Oh. Ja. Den da vermehren wir, glaube ich, noch nicht. Den da auch nicht. Oder? Ja, sieht nicht so aus. Okay. Dann mal hier unten noch. Mal einsehen.
bis ins letzte Eck. Das Einzige, wo ich tatsächlich noch, ne, um das Thema mal abzuschließen, mitgekriegt habe, beziehungsweise am eigenen Leib erfahre, dass halt weiter Mobbing stattfindet, ist halt echt, also ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem von Personenkonstellationen. Also jetzt rein aus Erfahrungswerten, ne? Das heißt, wenn man irgendwie jemanden hatte, der einen in der Schule gemobbt hat und gut mit derselben Person dann zusammen studieren, glaube ich, wird sich dieses Verhalten nicht so schnell ablegen. Ich habe halt immer wieder, ne, also von der 10 in die 11 habe ich halt, glaube ich, niemanden in der Klasse gehabt, der vorher mit mir in der Klasse war. Das hat halt schon sehr dazu beigetragen, dass es halt auch so praktisch aufgehört hat. Und dadurch, dass dann halt auch in meiner Klasse, vor allem in der IT-Abteilung, niemand mehr drinne war, der halt irgendwie generell ein Problem hatte. Also das waren halt, ich muss auch sagen dazu, das waren fast alles Jungs. So. Also außer mir war da noch ein Mädchen. Eins. Ne? Und keiner von, also wenn nur zwei Mädchen da sind, dann mobben die Jungs nicht die Mädchen. Dann mobben die Jungs einfach nicht die Mädchen. Ist halt einfach so. Ah, gibt's irgendwas, was ich um die Uhrzeit noch tun kann hier in dem Gedöns? Ich glaube nicht, ne? Aber die Katzen streicheln. Mit Abigail quatschen. Also die Jungs werden halt schön blöd, wenn sie die Mädchen mobben, ne? Wenn es nur zwei davon gibt. Mit Abigail knutschen. Knutschen! Nein, ich will nicht mit dir abhängen. Küssen. Ach, dann halt nicht. Ja, genau. Also bei solchen Sachen, klar, die fliegen dann wegen sowas natürlich von der Schule. Bei uns wurde halt keiner handgreiflich, ne? Bei uns war es halt nur psychische Sachen. Das mit dem Handgreiflichen, das habe ich immer nur bei anderen Schulen mitbekommen. Bei unseren Schulen war das nicht. Wobei einmal ich glaube, in der 9. Klasse wollte mich eine Klassenkameradin verkloppen, weil in den Sommerferien ich mit einem Mädel abgehangen habe, mit der sie ein Problem hatte wegen ihrem Ex. Cool, ne? Also bevor ich in ihre Klasse kam, ne? Ich war in den Sommerferien mit einem Mädel im Schwimmbad und saß da auf der Picknickdecke und habe mich mit ihr unterhalten und da kam das Weib angerannt, hysterisch, komplett hysterisch. Wobei das hysterisch sagt man ja nicht mehr, ne? Also außer Rand und Band. Und hat da rumgeschrien. Was tut es? Ich weiß nicht, was es tut. Ja, sowas nicht hier. Das machen wir dann mal so. Auf jeden Fall, ne? Also hier aber so Geschichten, ne, mit so, wo nur Worte fliegen, das kann ich ja mal erzählen. Der Sachen, die mir passiert sind, da. Ne, da kann ich ja. Also Sachen, die mir passiert sind, da sage ich soweit, dass ich nenne ja keine Namen. Dann ist es okay. Ja, auf jeden Fall kam die und hat meine Freundin da angeschissen vom Allerfeinsten und geht weg. Und ich habe mir dann so erklären lassen, die Story. Und die Story war halt einfach, es gab einen Typen, mit dem sie zusammen war. Also die waren da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zusammen. Und er hat halt freundschaftlich, zumindest wurde es mir so gesagt, mit meiner Freundin da abgehangen ab und zu. Und das hat ihr nicht gefallen. Also so ein Klischeefall von Besitzansprüchen auf den Ex-Freund. Ganz großes Geschmäckle. Nun. Und ich kannte die Frau auch bis zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, ne? Ich kannte die null.
Und nach den Sommerferien hieß es, ja, ich darf mir aussuchen, in welche Klasse ich komme. Also, und ich wusste, in welcher Klasse die Frau ist. Und da habe ich gesagt, also es gab A, B und C. Und ich habe gesagt, ja gut, ich würde gerne in die Klasse C. Weil in Klasse C hatte ich tatsächlich auch, da gab es sogar noch mehr. Ich glaube, bis D, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, A und B. A, B war, glaube ich, Gymi, genau. C, D, E war Realschule. Und F und G waren, glaube ich, Hauptschule. Auf jeden Fall, ich wollte in eine Klasse, wo ich safe wusste, ich habe da Freunde. So. Und dann hieß es, nee, Klasse ist voll. Es gab also wirklich nur diese drei Optionen. So, und dann sagte sie mir auf einmal, die ist voll. Eine von den drei. Und ich, ja, gut, dann in der anderen, da kenne ich niemanden. Aber ich kenne da auch halt niemanden, der kacke ist, ne? Zu mir in der Vergangenheit gewesen. Also würde ich gerne in die Klasse, wo ich niemanden kenne. Nee, ist auch voll. Ja, okay, dann bleibt ja nur noch eine Möglichkeit. Ja. Und warum fragen sie mich dann überhaupt? Aus Höflichkeit. Cool. Guter Move. Sehr, sehr guter Move. Aus Höflichkeit. Mir einfach die Wahl zu lassen, um in der Hoffnung, dass ich was wähle, was sie eh dann gewollt hätte. Ich wurde querversetzt, nennt man das. Vom von der 8. Gymnasial in die 9. Realschule. Deswegen durfte ich mir das praktisch, literally durfte ich es mir ja nicht aussuchen. Aber sie wollte den Anschein erwecken, dass ich es mir aussuchen darf, in der Hoffnung, dass ich halt eh die Klasse nenne, in die sie mich sowieso stecken wollten. Was? Nee. Nicht so cool. Gar nicht so cool. Ja, eben. Wohl eher nicht, ne? Das ist einfach total bekloppt. Eher nicht so. So, ich würde gerne noch mal Sachen anbauen. Und zwar das und das. Bringt das was? Ist das alles noch irgendwie in Time? Ich glaube schon. Der Rest, komm. Das will ich alles anbauen. Und wieder auch nicht vergessen. Naja, dann war ich in dieser Klasse und es ist halt einfach so wild gewesen, ne? Weil die hat mich ja wirklich nur einmal kurz da auf so einer Picknickdecke sitzen sehen, während sie ja eigentlich damit beschäftigt war, meine beste Freundin da einfach komplett rund zu machen. Und ich dachte mir so, okay, ja, wird halt einfach ein, ne? Hat er auch überhaupt nicht Interesse an mir, die wird sich schon nicht mehr an mich erinnern. Cool. Und ich kam da rein und es war auch irgendwie so in der ersten Woche relativ ruhig anfangs. Aber freitags hatten wir Sport, die ersten beiden Stunden. Und dann hat es halt geklingelt, wir wollen so reingehen. Noch eine andere Klassenkameradin aus genau dieser Klasse und ich. Und dann stellt sie sich halt uns einfach in den Weg mit so 15 anderen Mädels, die halt alle so ein bisschen, naja, obviously stärker waren als ich. Und fing da an von wegen, ja, was ich denn da meiner Freundin erzählt hätte. Und ich denke so, hä, wie, was erzählt? Ja, ich hätte mit ihr über sie gesprochen. So, ich kannte dich halt einfach nicht, bevor du da im Schwimmbad rumgeraged hast. Ja, nee, ich hätte dir irgendwas erzählt. Und dann ist mir eingefallen, so am ersten Schultag, ohne Witz, am ersten Schultag rief mich meine Freundin an, hat gesagt, hier, hey, du bist doch mit der jetzt in einer Klasse. Dazu muss man sagen, der Ex-Freund von ihr ist auch in der Klasse, also von dem sehr wütenden Mädchen. Also, ich war also mit diesem Ex-Pärchen in einer Klasse. Und deswegen dachte irgendwie, keine Ahnung.
meine Freunde, ich hätte irgendwelche Informationen, die ich aber halt nicht hatte, weil ich war da einen Tag. So. Dann hat er mich gefragt, ja, sind die wieder zusammen oder nicht? Und ich sag, du, keine Ahnung, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der von irgendwelchen Beziehungskonstellationen was mitkriegt, weil ich achte auf sowas nicht. Es ist mir sowas von egal. Ich kriege das halt einfach nicht mit. Ich kriege ja nicht mal mit, wenn einer mich toll findet. Traurig, aber wahr. Und das war alles, was ihr gesagt habt, dass ich einfach nicht weiß, was da ist, weil es mir auch voll egal ist. Und keine Ahnung. Und da hat sie dann den Typen wohl drauf angesprochen, ob da was ist. Und sie hätte mich gefragt und ich hätte ihr nichts sagen können. Und er hat dann mit seiner Ex darüber geredet. Also ne, so richtig stille Post. So richtig wild. Jetzt überlege ich gerade, muss ich noch irgendwo hin? Ich kann bei Pierre noch mal kurz verkaufen gehen. Aber ansonsten muss ich doch eigentlich nur auf die Insel gerade, ne? Kann ich mir den Schlüssel besorgen, dann können wir auch später noch zu anderen Uhrzeiten auf die Insel. Ich könnte noch Speed Grow kaufen. Das könnte ich noch machen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich dafür... Ich will jetzt nicht unter 1 Million fallen, gerne. Auf jeden Fall hat sie dann über 3 Ecken irgendwie gesagt bekommen oder war der Meinung, dass ich irgendwas für ihr Beziehungsleben ausgeplaudert hätte, was ich ja nicht kann, weil ich ja darüber nichts weiß. Ah. Aber so passiert's, ne? Also man wird von jemandem gefragt und sagt dann, ich habe keine Ahnung. Und trotzdem wird einem strikt rausgedreht, weil du ja in dem Moment darüber geredet hast, über das Thema. Obwohl man im Prinzip nichts anderes macht, als ja keinen Kommentar abzugeben. Ja. Ah, wir haben jetzt Donnerstag, ne? Das heißt, wir haben bei Krobus jetzt auch nichts vergessen. Aber das war so die wirklich letzte Aktion, die so wirklich gegen mich ging, also. Und das ist auch wohl, ne? Also ich war halt ab dem Zeitpunkt dann auch bei ihr unten durch. Klar. Ich bin ja die Böse gewesen, die über sie geredet hat. Also ich wurde nach ihr gefragt. Um jetzt mal korrekt zu bleiben. Ich wurde einfach nach ihr gefragt. Ja. Wobei man sagen muss, ich habe halt danach, muss man sagen, auch keinen Hehl draus gemacht, den Lehrern zu sagen, dass sie so ein bisschen aggressiv wurde. Und dann war sie halt sauer, weil ich halt gepetzt habe. Und niemand mag petzen. Und wir kennen sie alle, ne? Böse, böse. Oh, ich habe die komische Saat hiervon habe ich vergessen. Aber das ist dann halt einfach so, ne? Stattdessen würde ich gerne die Dinger hier neu anordnen. Weil das war ja vorher ein bisschen komplett lost. Würde ich schon gern neu machen. So. Ah. Und ansonsten war bei uns auf der Schule echt ruhig. Schlimme Sachen habe ich dann erst, so vor allem signifikant schlimmere Sachen, habe ich dann im Praktikum erst mitbekommen. Wo dann zum Teil auch wirklich, ne, Krankenhaus und sowas. Das schon in den jungen Jahrgängen. Und mir denke so, okay, au. Sind die da nicht ein bisschen zu jung für, um sich von so auf die Möppe zu geben? So. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ab hier
Weil das daneben ist dann für die Taro-Pflanzen. So ab hier würde ich sagen. Ich meine, ja, das ist immer noch nicht super effektiv. Aber so ist schon mal okay, I guess. Kann es aber auch einfach nicht perfekt lösen hier, ne? Dann halt da einmal die Ananas raushacken. Da rechts würde ich halt einfach komplett freilassen für Bäume. Oder ich versetze, das würde auch noch passen, die Bäume einfach in Zukunft auf die linke Seite. Da, wo eh. Muss ich mal eben schauen. Das noch mit. Ne, da hier geht die Grenze runter und dann machen wir hier dann auf den hier. Da wird es ein bisschen anders vom Pattern her. Was sagen, den noch wegmachen wieder. Und die Bäume halt einfach da anpflanzen, wo sowieso nicht so wirklich. So. Kann ich jetzt einfach mal reindrücken, ne? So. Alles, was jetzt nicht bearbeitet ist, kommt jetzt die Hagge. Die Hagge kommt da. Damit ich jetzt nichts dünge, was jetzt nicht gedüngt werden soll. Ich hab den falschen Speedgrow gekauft. Wow. Er war aber 3 von 6 Jahren Klassensprecher werden doch direkt gewählt. Aber okay. Und dann waren alle froh, dass er weg ist? Interessant. Wieso wurde er Klassensprecher? Oh. Ach, der ist jetzt wieder zurück. Und sie sind jetzt aber wieder in derselben Klasse, aber nicht mehr zusammen. Mach ich jetzt mit dem Speedgrow? Verkaufen, oder? Einfach nur verkaufen, weil. Oder komplett durcheinander fliegen alles hier. Also tut es eh schon, weil so ein paar Sachen hier immer noch gedüngt sind und andere nicht, aber. Oh. Das ist jetzt richtig unlucky. Weiß nicht. Also ich würde es jetzt halt primär einfach lassen mit dem Düngen.
Ich habe jetzt richtig viel Geld verloren dadurch. Das ist sehr traurig. Aber, ne? Ist halt so. So. Habe ich diese Marken jetzt schon? Ich besitze diese Marken. Ich würde jetzt einfach mal diesen Key kaufen. So. Das ist wahrscheinlich so ein Wochending. Wenn ich das nächste Mal 30 kriege, dann kann ich dieses Dinge für Pierre holen. Wäre auch interessant. Da unten noch irgendwelche Kokosnüsse. Ja. Eine. Eine einsame Kokosnuss. Ach, hier ist auch noch nicht mal gegossen, ne? Lull. Jetzt können wir die Insel ja erstmal wieder eine Zeit lang in Ruhe lassen. Eieieiei. Mal, wer da kommt. Darf er jetzt theoretisch jederzeit hier rein und raus, ne? Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt Boot fahren, wann wir wollen. Wir können Pierre, sag ich schon, Willi einfach mitten in der Nacht wecken und sagen: Mir egal, du fährst mich jetzt da jetzt hin. Wie so ein 16-jähriger Teenie, der auf eine Party will. Mom! Mami! Ich will da jetzt hin. Kann ich hier nicht einfach Selbstbedienung machen? So, hier, hallo, ich würde gerne den Dünger zurückgeben. Leider Fehlkauf. Leider, leider. Ah, ist das teuer. Weil ich kann den ja eigentlich nehmen. Und auf das andere Feld draufballern. So, nach dem Motto: Da, nimm. Kann man mal machen. So, komm. Wo schon gedüngt ist, kann ich auch nicht drüber. Das bestärkt mich in dem Vorhaben, dass ich den Dünger nicht auf der Insel benutze. Weil wenn das erstmal drauf ist, dann muss ich das wieder runternehmen. Ach. So, aber ich glaube, jetzt ist fein alles. Ne? Jetzt müsste alles fein sein soweit. Muss aber gucken wegen den Geoden. Muss einmal dann wirklich mal darüber nochmal und da mal komplett das Zeug auseinandernehmen lassen. Wie sie einfach in der Mitte vom Bett schläft, ne? Einfach so. Dann am nächsten Morgen mit Rückenschmerzen wirst du wach. Boah, ja, ne, hätte mir schon ein bisschen Platz lassen können. Ja, dann komm halt nicht so spät ins Bett. Hat einen Punkt, aber. Ah. Wobei ich sagen muss, der größte Platzräuber bei uns im Bett ist unsere Katze. Und zwar die kleine Katze. Eine sehr kleine Katze. Eine 2-Kilo-Katze. Die auch noch sehr, sehr kurz geraten ist. Ich glaube, ihr Idealgewicht würde sogar unter 2 Kilo liegen eigentlich. Bisschen chubby. Und die ist halt einfach wirklich so ein Bettlandräuber. Die klaut einem wirklich einfach so ein Drittel vom Bett. So, Freitag. Es regnet bei uns. Oh, Knutschi. Und freut sich.
Okay. So, Iridium-Sprinkler. Damit raus. Ah, okay. So einer. Battery Packs für Pam. I'm on the way, Pam. I'm on the way. Helft dir. Oh, wir haben ein bisschen viele Batteries. So, Pam hat ihre Batteries. Was haben wir noch? Lobster? Weiß ich nicht, ob ich hab. Muss ich gucken. 10 Sunflowers für jemanden. Und er möchte immer noch den Pufferfisch. Haben wir da nicht inzwischen 2 von? Nee, aber wir haben heute den fliegenden Händler. Da könnte ja was dabei sein. Warum bin ich hier drinne? Warum bin ich da reingegangen? Komplett lost. Ich muss hier mal unbedingt aufräumen. Hätte ich nicht das schmalere Pferd, wäre ich da jetzt nicht durchgekommen. So, was haben wir denn hier? Was denn? Metal Tap and Colorful Streamers. Das ist ein Köder, ne? Fish Tackle. Bite Rate Increase. Ah, hier ist. Obwohl die Vogelscheuche. Vogelscheuchen kann man immer gebrauchen. Wollte ich nicht noch einen Grabber kaufen gehen bei Mani? Ach, die ist noch gar nicht da, ne? Oh, Eltern. Eltern! Kinder von Eltern, die im Beirat sind, ne? Puh. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Meine Eltern, also meine Mutter im Speziellen, war immer im Elternbeirat. Ah. Aber ich bin zum Glück nicht wie meine Mutter. Zumindest arbeite ich dran, nicht so zu sein. Ich habe manchmal so Anwandlungen, wo ich in einer Situation bin und so impulsiv gerne was machen würde. Und dann so innerlich so, nein, nein, das mache ich jetzt nicht. Weil genau das würde meine Mutter tun. So, ne? Das Hühnchen, ne? Ja, ja, Charlie, geh weg. Ah, ich kann auch direkt auf die Kasse klicken, das hilft. Nice Shop. Auch noch ein Heater und ein Grabber. Ich glaube, damit hat sich's erledigt. I guess. Und ich brauche noch Autostreichler 1, 2, 3, 4. Ne? Vier Autostreichler. Eltern im Klassenvorstand. Zwei Millionen. Arbeiten wir dran. Was ist eigentlich hier jetzt mit unseren Skills? 3 von 4. Ich weiß nicht, das triggert mich so hart, dass das 3 von 4 ist einfach. Und ich es ja auch nicht zurücksetzen kann. Ich habe da irgendwas verskillt. Ganz arg verskillt. Hat sich immer als Anführer gesehen. Eieieiei. So, Geoden aufbrechen, ne? Muss ja auch mal wieder sein. Mit dem Geld, was wir haben, können wir theoretisch in den Vulkan unsere Prismatic Tools holen,
Macht das irgendwie Sinn? Weil ich würde die Shards ungern nehmen zum Aufwerten. Kein Platz mehr. So, brauchen wir das noch? Nö. Nö. Ja. Nö. Brauchen wir jetzt akut ja nicht. Sind da so kleine Mengen. Juckt nicht. Groß hier aufmachen lassen. Dann ist auch direkt wieder ein Platz im Inventar frei. Boah. Da muss ich mal gucken, ob es dafür eine Mod gibt, dass man mehr Geoden auf einmal halt wegballern kann. Das ist echt schon ein bisschen. Pff. Ja, wenn man halt, es macht ja auch irgendwo Sinn, dass jemand, der in der SV ist, halt auch Klassensprecher wird, weil einfach kürzere Dienstwege sozusagen. Kann ja sehr hilfreich sein. Hatten wir alles schon. Shop. Mal hier sortieren. Mach das jetzt hier auf. Och. Ja, kein Platz. Wer hätte es ahnen können? Jetzt kommen auch Sachen daraus, die wir nicht verkaufen können bei ihm. Das wird so ein bisschen unnice gleich. Also es läuft natürlich so, dass wir doppelte Sachen kriegen und die dann stacken. Echt jetzt? Hatten wir schon. Ah. Nicht so wild. Sowas doppelt, was wir vorher noch nicht hatten. So. Jetzt auf zu Gunther. Haben wir gesagt, vier Autopetter, ne? Boah, ich muss mir die ganzen Bücher andodgen. Oh, nehme ich mit. Nehme ich mit. Es ist warm. Wir wollten ja wegen dem Speed Grow, ne? Sind hier die Autopetter ganz oben, ne? Oder? Da. Dann ist mir noch was eingefallen. Gehen wir einmal kurz zum Bürgermeister. Wir können doch das Stuff machen. Aber hier. Nein, 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 nein! Ich will mich nicht scheiden lassen. Kraftfrisch verheiratet.
Konnte ich nicht irgendwo sagen, ich möchte Besserung vornehmen für den Ort? Auch guck mal, jetzt hat er seine Statue da vergraben. Können wir die uns rausklauen? Wir sind doch gut Friend mit ihm. Nee, geht nicht. Man kann auch irgendwo Verbesserungen für den Ort beauftragen. Weiß nicht mehr, wo das geht. Irgendwo ging's aber. Ah. Pierre, ich brauch Speed Grow. Please send help. Und zwar Deluxe Speed Grow. Was eigentlich mit dem anderen Speedcrow? Wann kriege ich den konkret? Guck mal ganz kurz nach. Speedcrow. So. Da gibt es. Deluxe Speedcrow, Hyper Speedcrow. Hyper Speed Grow ist halt einfach der, ne? Also, obvious. Wenn wir hier gucken, da Hyper Speed Grow macht für viele Sachen einfach nur einen Tag aus. Und für alles macht es einen Tag aus. Bei manchen so, macht es sogar gar nichts an Unterschied. Ne? Also Sachen, die eh nicht viel Wachstumsphase haben, da ist das Gerunde dann einfach das Gleiche. Boah, das kann halt nur gecraftet werden. Nee. Nee. Da gebe ich mich ja lieber zufrieden mit dem, was ich habe. Dann kaufen wir halt jetzt einfach Deluxe Speed Grow. Dass es für die Insel reicht. Keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Aber es ist ja nicht mal wirklich viel teurer als der Speed Grow. Ich hab voll verkauft. Oh. Richtig sad. Muss ich noch mal in die Skull Cavern oder Skull Cave? Ich glaube gerade jetzt nicht zufällig, ne? Noch gar nicht geerntet. Das Spiel so, dein Inventar ist jetzt schon voll. Ah, ja, ich fühl's. Ich mal kurz durch. Num. Sind meine ganzen Taro-Seeds? Die abgeblieben? Müssen ja irgendwo sein. Vier Tage, das geht nochmal. Vier Tage. Vier Tage. Und die Ananas kommt hier rein. Geht das noch mal mit Speedcrow wahrscheinlich? Hier, so, da, letzter Tag für Herbstsaaten ist dort. Hui. So wenig von den Taros.
muss mal für diese Taro-Seeds hier was abzwacken. Was soll denn jetzt? Das? Ei? Okay. Oh, das wird doch wieder hier Stress pur. Das da, das da. Komm. Ich brauche zum Aussortieren hier mein Shipping Bin. Nicht da oben. Da oben bringt mir das nichts. Sei ohne Speed Grow. Kann ich da heute nochmal Herbstsaat anpflanzen? Ja. Es soll keine Fairy Rose mehr, aber Yam kann ich zum Beispiel nochmal machen. Die Sichel, da ist die Sichel. Ich muss mich erheben hier. Ja, das kriegen die Dingskrähen auch nicht geregelt, die Vogelscheuchen. Aber ist jetzt so. Hier mit der Pilz. So. Oh, ich habe ja noch mehr. Fuck. Und jetzt aber fertig, oder? Aber ganz hinten war ich auch noch nicht. So, jetzt müssen wir erstmal lesen gleich wieder. Komm, das lassen wir stehen. Kommen wir in der großen Runde gleich raus. Ein Durcheinander. Und was hier oben in der Ecke? Wie das alles keine Qualitätsstufen mehr hat, ne? Den lassen wir halt jetzt einfach durcharbeiten, dann benutzen wir ihn nie wieder. Da ist er nur noch aus Deko-Gründen hier. So. Haben wir den hier? Da ist doch sind Sachen fertig geworden. Da würde ich doch mal gerade gucken. Das sieht doch gut aus. Brauche ich die Kiste? Eigentlich ja. Das brauche ich nicht.
So. Autopetter ist hier das. Dann habe ich noch einen Autograbber. Und eine Kiste, von der ich nicht weiß, ob ich sie jetzt brauche oder nicht. Was ist denn jetzt hier drinne? Hier sind die Ziegen. So, einmal Autopetten. Muss Robin noch anrufen, dass sie auch hier upgradet dann. Hier ist noch nichts am Start. Inventory voll? Hä? Ich habe doch ein Heu im Inventar. Wieso kann ich das nicht stacken? Also, was ist das denn? Da ist es ja. Oh, habe ich den Heater vergessen? Nein, ich habe ihn nicht vergessen. Manchmal bin ich doch klug. Eine Schulkonferenz. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich das will. Wait, wait, wait. Die hatten ja noch kein Autopetter, ne? So, guck mal da. Ihr werdet gestreichelt. Ihr werdet auch gestreichelt. So. Muss ich eigentlich auf die Insel? Ich habe doch Iridium-Sprengler hingepackt. Eigentlich brauche ich heute nicht hin. Außer ich habe wieder irgendwas vergessen, was super wichtig ist und woran ich jetzt gar nicht denke. Aber prinzipiell würde ich sagen, ich muss nicht hin. Kann ich Robin jetzt gerade noch sagen, hier bitte upgraden? Oh ja. Nice. Bitte den Bahn. Modish Paint? Nee, das ist ja hier dieses 550 Holz. Kann die Hütte da noch vergrößern? Oh. Also prinzipiell, wo ist mein Holz? Ich habe Holz, aber nicht so viel. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Rollen wir doch nochmal. Da, das möchte ich machen. Big Barn. Ja, ich finde halt Interaktionen, also aus Lehrersicht Interaktionen mit Eltern, finde ich wichtig und notwendig und okay. Weil ich dann ja auch in einer gewissen Kompetenzposition bin. Das geht, da fühle ich mich sicher. Aber so dieses Eltern-Eltern-Ding. No. No. Also. Es tut mir schon immer weh zu hören, was andere Eltern mit anderen Eltern so durchmachen müssen. Was da manchmal für Fragen kommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass mir das passiert. Keine Lust. Also wirklich keine große Lust. So, jetzt. Das war der letzte Tag für Jams. Okay.
Aber ich kann also, nee, mit anderen Eltern. Das ist so wie mit generell anderen Leuten. Also meistens sind andere Eltern halt auch älter als ich. Also, kein Scheiß. Ich habe ja meine Tochter bekommen mit 25. Und das war halt so richtig so. Ich war die Einzige, die unter Mitte 30 war im Geburtsvorbereitungskurs. Ne? So. Und die hatten dann halt auch alles so Themen. So, also die hatten wirklich. Das war schon fast so Boomer, ne? Von der Mentalität her. Obwohl, das waren ja im Prinzip vom Alter her keine Boomer. Aber die Mentalität war schon so anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Leute sind, mit denen ich gut kann, so auf Dauer, vom Alter her. Das kann ich eigentlich verkaufen. Will ich ja nichts mit. Muss ich eigentlich alles einsammeln hier. Ich müsste hier eigentlich auch noch mit der Axt mal durch. Was war das? Den Bahn abgebaut. Wollte ich ja nicht. Wollte ja eigentlich mir nur einen Weg bahnen dadurch. So. Was ist eigentlich die Quest, die uns die Fischis geben? Da haben wir noch nicht mal reingeguckt. Was wollen die denn? Zwei davon. Was doch, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Typischer Satz, ne? Wenn man sehr spät selber erst fragt oder sogar halt eine Person einem sofort etwas sagt, von dem sie gerade erst selbst erfahren hat, und dann, ja, warum sagst du das denn nicht gleich? Könnte ich einfach mich im Kreis drehen? I don't know. Ist halt immer so. Ja, also ich weiß das halt seit, keine Ahnung, einem halben Tag. Ja, warum kommst du denn nicht früher? Reicht jetzt ein halber Tag schon nicht mehr. So. Einmal umsortieren hier. Oder tut die Tools sogar von sich aus nach vorne? Das ist ja nice. Basket muss aber nicht unbedingt dastehen. Und da kommt jetzt das Ding rein. Erstmal. Pilz kann auch weg. Ist noch irgendwas Wichtiges? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, was zu vergessen. Hier ist das Richside Gathering. Von 9 bis 6. I don't know. Robin hat Geburtstag. Gut für sie. Muss man auf jeden Fall noch irgendwo dann. Weiß nicht. Für den Fall der Fälle einfach mal auf die Insel mitnehmen. Oh, aber andere Eltern, ne? Weil was noch schlimmer ist als Eltern, sind Kindergärtner. Also nicht Kindergärtner per se, sondern die Kindergärtner des eigenen Kindes haben gutes Potenzial, schlimm zu sein. Also das witzigste Erlebnis im Kindergarten kann ich ja einmal noch mal kurz, ne, rausholen. War wirklich witzig.
weiß nicht, wie ihr Geburtstag gefeiert habt im Kindergarten. Bei uns war das damals noch so, wenn wir Geburtstag hatten, dann hatten wir Geburtstag, das war dann, wurde halt dann ein bisschen was gesungen, irgendwie, ne? Es gab ja so die drei, vier Spiele, die man so im Kindergarten gespielt hat, also diese Sitzkreisspiele. Mit dem Pinguin in der Höhle zum Beispiel und dem Bären auf der Eisscholle. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Oder dieses Funker-Funker-Spiel, was man gerne noch in der Grundschule gemacht hat. Solche Sachen. So, und dann konnte man sich halt aussuchen, welches dieser Spiele an dem Tag gespielt wird. Wenn zwei Kinder am selben Tag Geburtstag hatten, dann war das halt so. Dann hat man sich halt abgesprochen. I don't know. Das war halt einfach alles kein Problem. Und grundsätzlich gab es halt Kuchen oder halt irgendwas Vergleichbares. Irgendwer hat einen Limo-Kuchen mitgebracht, Zitronenkuchen, sonst was. Oh, das ist jetzt wichtig. Lots of shops. Events and foods. Lots of foods. Okay. Von 9 bis 6. Cool. Das ist nice. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Keine Ahnung, wie das bei euch war im Kindergarten. Bei uns war es auf jeden Fall so. Und Kind hatte Geburtstag und die haben auch einen großen, für alle einsehbaren Kalender im Zimmer hängen quer, wo drauf steht, wer wann Geburtstag hat. So dass nicht nur die Kindergärtnerinnen das wissen, sondern auch die Kinder potenziell wissen könnten. Also ich erwarte, wenn so ein Riesending da hängt, dann erwarte ich zumindest von den Kindergärtnerinnen, dass sie einen Geburtstag wissen. So. Beziehungsweise bei uns war das so random halt so, ja, ich habe heute Geburtstag. Ah, okay, cool. Dann machen wir heute was, ne? Also, das war halt nie mit einer Ankündigung unsererseits verbunden. Naja. Ja, weiß ich nicht. Kenne ich halt so nicht, ne? Aber hier in der Kindergarten, das ist auch richtig anstrengend, ne? Was da abgeht bei uns. Also Kind Geburtstag gehabt, ich mir schon gedacht so. Also wir haben schon so ein paar crazy Eltern. So, die halt seltsame Sachen manchmal machen. Kann ich jetzt noch Kürbis anpflanzen? Lohnt sich jetzt noch Kürbis? Mit dem Deluxe Speed Grow lohnt sich heute noch Kürbis. Ich will jetzt erstmal ernten. So, das ist schon mal Punkt 1. Mal davon was reinballern. Aber ich brauche mehr Saatgutmaschinen. So, auf jeden Fall, Kind hatte Geburtstag, ich Kuchen gemacht, ne? So ein Kuchen, der das Potenzial hatte, allen Ansprüchen gerecht zu werden, ne? Vegan, glutenfrei, laktosefrei, ne? Alles beachtet, keine Nüsse, kein Soja. Also, ne, es konnte einfach. Also, wenn jetzt jemand nicht eine super, super krass seltene Allergie hatte, dann wäre der Kuchen halt, ne? Wäre also kein Problem. So, komme ich da hin? Und die waren halt schon draußen am Spielen, weil es halt Sommer ist. Und guckt sie mich so an mit meinem Kuchen in der Hand und meint so, wofür ist denn der Kuchen? Ah.
Ja, glaub mir, Kindergarten kann gut sein, kann aber auch richtig kacke sein, so als Eltern. Ich habe auf alles geachtet, ne? Da fragt sie mich, wofür ist der Kuchen? Nicht, was ist da drin oder so, sondern wofür ist der denn? Ja, Kind hat Geburtstag? Aha. Ja, und wieso melden Sie das nicht vorher an? Wie anmelden? Kind geht hier seit über einem Jahr in den Kindergarten. Das steht in den Unterlagen drin und alles. So. So, ja, es ist halt ungewöhnlich, dass das Kind halt am Geburtstag im Kindergarten ist. Wie, was ist daran ungewöhnlich? Normalerweise gehen die Eltern halt mit ihrem Kindergarten irgendwas mit ihrem Kind was unternehmen, statt in den Kindergarten zu tun. Und wenn, dann müssen sie es trotzdem anmelden, weil kann ja sein, dass zwei Kinder am gleichen Tag Geburtstag haben. Und dann müssen wir das so planen, dass wir nicht für beide am selben Tag halt was machen, weil eins der Kinder sich ja dann benachteiligt vorkommen könnte. Ich denke mir so, hä? Aber wenn dann eines der Kinder an seinem literally Geburtstag halt eben feiern darf im Kindergarten, das andere muss dann, obwohl es weiß, es hat heute Geburtstag, eventuell ist das vielleicht sogar ein Freitag, dann bis zur nächsten Woche sogar warten, dann fühlt es sich nicht benachteiligt? Oder wie? Oder was? Und ja, okay. Ne, das war irgendwie dann so. Die Unterhaltung hat sich dann im Kreis gedreht und dann ging es los mit, ja, ich hab, ne, hier, der ist auch vegan und glutenfrei, Dinkelzeug und so. Guckt sie mich an, ja, Kassenzettel? Ich so, wie Kassenzettel? Ja, ne, um sicher zu gehen, dass ich wirklich nur frische Zutaten benutzt habe, brauchen sie den Kassenzettel von allen Sachen. Bitte was? Hab den Kuchen gestern Abend frisch gebacken. Wie, die brauchen jetzt einen Kassenzettel von den Zutaten? Also, weiß ich nicht, ob das heutzutage so üblich ist. Aber. Das war anders wild. So, das ist ja alles schon gespeedgrowt, da wo schon vorher Kürbis stand. Ja, ne, also ich kenne halt nur Leute, die im Kindergarten gefeiert haben. Aber ich hatte auch schon vorher ganz andere Probleme mit derselben Kindergärtnerin. Kann halt sein, dass sie halt deswegen so ein bisschen pinzig war. Sie hat zum Beispiel auch nicht eingesehen, dass es halt einfach so ist, dass wir halt niemanden haben, der, wenn wir mal nicht kommen können, also wenn irgendwas mit dem Kind ist, und die würden uns hypothetisch nicht erreichen. Ja, das kam noch nie vor. Aber sie würden uns hypothetisch nicht erreichen. Dass dann halt ein Problem gibt. Ne? Ihre Begründung war, wenn das Kind sich wehtut, dann hat sie keine Zeit, sich um das Kind zu kümmern, weil es sind ja noch andere Kinder da. Immer so, wenn das Kind sich wehtut, ich bin immer erreichbar. So. Und dann hat sie halt auch erst mich anzurufen und nicht irgendwen anders. Nur weil der auf der Notfallliste mit draufsteht, sondern erstmal mich. Und wenn das Kind sich so wehgetan hat, dass das Kind halt versorgt werden muss und sie das nicht leisten kann, weil noch andere Kinder da sind, wenn es versorgt werden muss, dann sorry, aber dann erwarte ich erstmal, dass erstmal der Arzt angerufen wird. I don't know. Aber ich fände es toll, wenn dann erstmal der Arzt käme. Und ich habe schon einen Fall gesehen in besagtem Kindergarten, wo ein Kind so schwer gestürzt ist, dass es halt wirklich, dass ihm hier hinten das Blut runtergelaufen ist. Und der Krankenwagen kam halt wirklich erst lang nachdem die Eltern da waren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern schneller, also wenn man den Krankenwagen zuerst anruft, dass die Eltern schneller da sind als der Krankenwagen.
hatte schon so ein bisschen unangenehme Vibes. Upsala. Wollte ich gar nicht. Wir müssen auf meiner jetzt nach Riftside, wenn wir da noch was reißen wollen. Ah. Aber das mit dem Kuchen, mit dem Kassenzettel, ich muss den Geburtstag anmelden. Kam ich nicht drauf klar. Komme ich nicht drauf klar, nee. Weiß ich. Nee. Geburtstag anmelden. Hä? Ah. Muss aber hier unten rum, ne? Oh, hier ist ja richtig Action. Oh, wir haben kein Zeitdingens. Mango Sapling. 28 Tage. Komm, nimm mit, ne? Das ist ein Ring. Brauche ich den? Brauche ich den nicht? Ich weiß es nicht. Geoden. Wir können einen Shard für 4000. Ja, komm. Dasselbe Shop, ne? Cherry Apricot. Quality Sprinkler. Iridium. 5000 nehme ich. Dinosaurier. Ja, bald sind es die Grundschullehrer, die sich aufregen, richtig. Warum haben sie den Geburtstag ihres Kindes nicht angemeldet? Normalerweise sind Kinder nicht an ihrem Geburtstag in der Schule. So nach dem Motto. Ah. War so richtig cringe. Aber da es mit der Hygiene nicht so weit ist dort, ist das jetzt erstmal eh kein Thema mehr. Oh, ich darf nicht vergessen. Verdammt, ne? Ich hab mir einen Termin in Outlook gesetzt, ja. Also es ist jetzt nicht so, als ob großes Vergessensrisiko bestünde, aber manchmal trifft ich so in den Gedanken so ab und denk da nicht mehr dran. Aber kein Scheiß, wir haben nächste Woche Elternabend in der Schule. Wir haben halt vor der Einschulung Elternabend. Und das ist immer so, weiß nicht, ich würde gerne mal die Quote wissen, wie viele Eltern den tatsächlich verdaddeln, weil sie halt noch gar nicht so kopftechnisch in dem Thema drin sind. Achso, unser Kind ist ja jetzt in der Schule, weil das Kind ist noch nicht in der Schule. Und ich bin halt auch so, oh, warte, nächste Woche ist Elternabend, was? Es ist schon sehr, sehr seltsam. Aber ich bin sehr... Also von dem Offiziellen, was so die Schule über sich selber sagt, bin ich sehr hyped. Und würde fast gerne selber nochmal in die Schule gehen. Aber ich sag mal so, ein paar der Lehrer dort, zumindest aus dem... ab der 5. Klasse kenne ich. Das ist halt so, ne? Dieses typische, ja, lieber nicht die Idole kennenlernen mäßig. So, erst ist man hyped und dann, wenn man es dann kennt, dann ist es so, na, hier wird auch nur mit Wasser gekocht. Das ist manchmal sehr salziges Wasser. Da kriege ich ja auch einen Burger. Ne, ich kriege hier nichts zu essen. Das ist gemein. Gemein. Der sich immer ein Fischstäbchen so kühlen wollte, wenn er sich verletzt hat. Oh, wie süß. Oh. Das ist knuffig. Das ist sehr knuffig. Oh. Guten Abend, Endora. Willkommen. Wie geht's? Wir sind gerade voll im Thema Kindergarten, Schule, Elternabend und sowas. Und parallel dazu hier in Stardew. Sehr, sehr viele Mods. Ausrufezeichen SV Mods, wenn eine Liste benötigt wird. Und ansonsten, Richside Valley ist gerade so ein Gathering Festival. Und einfach mal einmal alle durchklicken, dass ich wirklich jeden kenne. Keinen vergesse.
Hier ist richtig Action. Aber hier ist schön ordentlich. Auf meiner Farm dafür ist komplettes Chaos. Sogar Linus ist da. Wer ist er? Ach, guck mal, das ist wahrscheinlich hier so, ne? Jeder in Stardew Valley, jeder Ort hat ja so seinen Einsiedler. Der Zauberer hängt da mit dem verrückten Wissenschaftler ab. Ah, ein Kenner. Oder Kennerin. Vom Namen her würde ich sagen Kennerin. Wobei, ich weiß nicht. Das ist so, Twitch sollte einführen, dass man im Chat hinter seinen Nickname seine Pronomen abbilden kann, damit man das direkt einfach sieht. Viele sind ja inzwischen so weit, dass sie das direkt abfragen, warum nicht auch gleich mit da darstellen. Oh, es gibt ein Konzert. Okay, cool. Gucken wir uns dann gleich an. So. Bam hatten wir schon. Da ist noch ein Shop. Ich glaube, da kriegt man direkt Essen. So viele neue NPCs. Ich bin dezent überfordert. Da hast du mehr als ich. Ich habe nur 135 oder so. Oder 136. Kann es jetzt gerade gar nicht genau sagen. Aber es werden mehr und mehr. Inzwischen auch halbwegs bugfrei. Arbeite noch dran, alles bugfrei zu kriegen, aber eigentlich müsste ich ja alles davon kaufen einmal und um es dann einmal als versendet zu haben, aber ich habe nicht so viel Inventarplatz. So, wir gucken uns jetzt das Konzert einmal an. Let's start. Ah. Oh, Abigail spielt sogar als Schlagzeug. Sehr, sehr schön. Macht ja auch irgendwo Sinn. Das ist schön. Tun wir sie zu ihrem Konzert begleiten. Los geht's. Ich habe ja so ein paar der Grundschullehrer, von denen wahrscheinlich auch nicht mehr alle da sind. Habe ich ja im Praktikum miterleben dürfen. Und ich sag mal, so ein geteiltes Lehrerzimmer aus Mittelstufenlehrern und Grundschullehrern bietet halt auch ein bisschen Platz für Beef, ne? Also die vegane Art von Beef. Partnerinterview. Nein, ich hasse so Kennenlernmaßnahmen. Oh, please no. Please no, 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 no. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ah, okay. Ja, Endora, ich weiß, was du meinst. Also, ich habe ja schon extra das Spiel einfach auf Englisch gestellt, weil die einen Mods gibt's auf Deutsch, dann die anderen nicht und. Ah. Deswegen, ich habe jetzt einfach alles auf Englisch, dann ist es wenigstens konsistent. Ach, es tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit schniefe, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen irgendwas Allergisches dieses Jahr. So leichte Anflüge von
Ja, lass mich jetzt durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das Dino-Ei. So. Packe ich jetzt den Mangobaum ins Gewächshaus oder den Bananenbaum? Mein. Bin mir nicht sicher. Mal hier einmal kurz mit dem Traktor durch. Und die ganzen Trüffel, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Sind sehr viele. So. Noch ein bisschen was davon da reinpacken. Dass es schon mal aus dem Weg ist. Das Dream Farm Layout. Noch größer als Immersive. Grandpas war mir zu klein, ne? Deswegen habe ich Immersive genommen. Ich war der, also es hat sich für mich kleiner angefühlt als die Immersive. Deswegen habe ich halt nicht Grandpas genommen. Aber du hast dann bestimmt auch die Traktor-Mod, oder? Also. Mit Traktor-Mod kann ich auch wirklich relaten, dass die hier dann auch wirklich irgendwann zu klein sich anfühlt. So, wie viel Speedgrow habe ich denn noch? Ich kann theoretisch noch ein Feld aufmachen. Von wegen so, ne? Moment. So, Riesen, Speedgrow, Kürbis. Wo könnte ich denn noch? Wo würde es denn Sinn machen, noch mit dem Kürbis hinzugehen? Da drüben schon alles voll? Auch noch nicht ganz. Da würde es noch Sinn machen. Ich habe halt auch echt keinen Platz mehr, ne? Also kann wirklich relaten, dass nur einen gewissen Punkt. Ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt? Machen wir hier nochmal so ein Eckchen, wo wir hier zack und zack. Das ist dann auch zu wild, oder? Wenn ich jetzt da auch noch rübergehe. Ich könnte natürlich hier eiskalt noch. Wohl. Kann ich hier? Ja, kann ich. So. So. Okay, das war ein bisschen too much. Nein! Das ist jetzt gar nicht mehr gegossen. Das geht kaputt. Das geht sowas von kaputt. Nicht auf die Zeit geachtet. Oh. Ah. Naja. Andernfalls wären sie eh nur in der Kiste gelandet. Ah. Ja, der Traktor ist echt eine immense Hilfe. Bestside Story auf Deutsch. Überhaupt Bestside Story. Ah, dieses Bett einfach, ne? Gut, dann darf Abigail ausschlafen. Wir wecken sie jetzt mal nicht. So. Auf Englisch singen. Ja, aber noch schlimmer sind die Filme, wo die halt die Lieder auch übersetzen, ne? Und dann auf Deutsch auch rumgesungen wird und das halt überhaupt nicht mehr passt. Das ist der richtige Cringe.
Bacon Cheeseburger. Neue Rezepte. Herr Leines hat uns gefunden. Danke dafür. Käse weg. Das kann alles weg. Ah. Ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hat Robin jetzt fertig geupgradet? Was geht da eigentlich? Nee, die ist noch dran. Also tiertechnisch muss ich dann auch gleich erstmal gucken. Ja, das Kürbisfeld, das lohnt jetzt nicht mehr. Das tut mir sehr leid, aber da ist es richtig lost. So, einmal durchsortieren. Für viele Sachen das Saatgut. Ne, wenn wir das nächste Mal streamen am Sonntag, wäre das ja dann. Ist ja wieder Sale bei Joja. Steht im Weg. Ihr Lieblingsfilm. Oh. Okay. Meine Ansage, das als Lieblingsfilm zu nehmen. Einfach mal jetzt ganze Zeug, was alles nicht irgendwie eine hohe Qualitätsstufe hat, da rein. Vielleicht davon nur die Hälfte. Davon nur die Hälfte. Sonnenblumen. Nehme ich auch mal welche mit. Weil wir sollen ja 10 Stück abgeben. Das Saatgut kann hier ruhig rein. So. Achso, das ist ja gar nicht unser Traktor. Macht dieselben Geräusche. Ist aber nicht. Ist kein Traktor. Hallo Olivia. Ja. Chat. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Landwirt einfach jeden Tag arbeiten muss, oder? Naja, das volle Inventar. Kann ich hier einfach hergehen und sagen, ich würde diese 10 Sonnenblumen gerne jetzt an die Questgeberin. Ja, sehr gut, dann bin ich die los. So, das kann alles weg. Ja. Gießen wir noch mal eine Runde. Also, ich befüllen muss ich es manuell, das große Fass, aber das ist jetzt schon mal ein Warning da. Bei den Vanillafässern ist es ja so, dass wenn man das entsprechend skillt, wenn man halt auflevelt, dass man meistens ja die Qualität rauskriegt, die man reinsteckt. Das ist bei dem großen Fass aber nicht mehr so. Da kommt immer Low Quality raus. Ich meine, ja, man kann das ja dann wieder aufwerten. Aber weiß nicht. Dafür, dass es halt dann, keine Ahnung. Mal davon die Hälfte zusammen.
Ein bisschen Saatgut, hier Saatgut. Nicht in der Herbstkiste, ja. Also da ist halt wirklich nichts mit hoher Qualität. Zeig's mal eben, Moment. Das ist halt jetzt auch schon die ganze Zeit auch dran, ne? Jetzt sind hier 32 Starfruit-Wein draußen. Ja, aber qualitativ halt einfach, ne? Ich habe da nur maximal Qualität reingeworfen und krieg halt nur Low Quality raus. So ein bisschen traurig. Und, ne? Dann baller ich lieber hier das ganze Dinge voll, wie man sieht. Da habe ich aber auch eigentlich nur High-Quality-Starfruits reingeworfen. Was ist da denn los? Da muss ich aber jetzt mal Beschwerde einreichen. Also hier waren immerhin schon mal 11 versus 74. Die anderen sind es halt jetzt so schon nur paar 30 gewesen. Kann halt auch schlechtes Bad Luck sein da, ne? Aber wo ist da die Qualität so kacke? Moment. Also das mit Traktor ist hier gerade echt kritisch. Ich habe ein bisschen übertrieben in dieser Season. War ein bisschen hyped, als dann der Traktor endlich bugfrei ging bei mir, weil ich hatte ein paar Mod-Konflikts. Kann sein, dass ich da ein bisschen vielleicht zu sehr reingetryhardet habe. Ich will jetzt auch vielleicht einfach nur noch das so auslaufen lassen, weil hier ist echt schon sehr viel Chaos am Start. Ich hab so viel Speedgrow, ne? Hat der Traktor eigentlich eine Satteltasche? Ich habe gar nicht mehr so viel Zeug, was ich zusammen machen kann gerade, ne? Ich könnte halt hergehen und das Zeug nochmal einsetzen. Der Traktor hat keine Satteltasche. Ich habe aber noch Amaranth im Inventar. Gern hier lassen würde. So. Aber sonst ist hier ja nichts mehr gewesen, ne? Nee, das behalten wir mal. Es kann eigentlich so zack, einmal sortiert und dann. Hey, wo sind jetzt schon wieder die Tarosamen? Oder Tarosamen, oder wie es heißt. Da habe ich sie gelassen. Die würde ich mich noch gerne mit rübernehmen. Ich glaube, ich habe jetzt sonst gerade ja nichts tun hier. Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Eine frische Kokosnuss. Jarek. Wait, Jarek.
keine Ahnung, wo du wohnst, aber ich weiß bestimmt deine Adresse zum Verschicken. Tu jetzt einfach mal so, als ob der auf dem schwarzen Brett drauf stand. Deutsch, Sowie und Ku Literatur, okay. Sehr gut. Kulturgeschichte. Puh. Ich möchte ganz ehrlich nicht wissen, über welche Filme, die jetzt so gerade rauskommen oder halt irgendwie vor 5 Jahren rausgekommen sind und total cringe sind, wo man dann in 10 Jahren drüber sagt, wir gucken den jetzt, den muss man gesehen haben, das ist Kulturgeschichte. Ha. Ne, also. Ne. Ja, also das große Fass muss ich auch manuell. Aber die kleinen Fässer muss ich nicht manuell befüllen. Die füllen sich automatisch durch Automat. Also, das geht. So, ich würde jetzt einfach dann hier drüben diese Wiese hier würde ich ausrufen zum. Wie das? Kann ich hier einfach Mangobaum ballern? Ja, ne? Nee, kann ich nicht. Mach mir doch keine falschen Hoffnungen, indem das Teil erstmal grün ist. Menno. Aber da oben kann ich doch. Hier geht er doch. Wie? Nee. Normale Bäume gehen doch auch da. Belastend. Kann ich das dann wenigstens hier? Nee. So. War da doch wenigstens. Hier drüben, oder? Na also, das geht. So, und dann machen wir. Den hier. Müsste eigentlich vom Abstand her alles erfüllen. So, Micro drauf. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Da muss ich jetzt gucken. Eigentlich alles noch gehen. So. Wird kompliziert. Ich habe ja Hoe Direction nicht mehr drauf. Unschön. Das müsste aber noch von hier aus 1, 2, 3. So, das müsste noch gehen. Ich muss jetzt gerade mal echt wirklich hier eben gucken. Das müsste noch gehen. Und dann hier so rüber. So. Und hier ist ja schon nichts mehr.
Das wäre erledigt. Noch ein Haufen Sternfruchtsaat übrig, ne? Was mache ich jetzt mit den... Kann ich da noch... Nee, kann ich nicht. Theoretisch der Baum. Ich glaube... Nee, kann ich hier ja nicht. Ah. Eieiei. Ein Raid. Dankeschön. Guten Abend. Ludin, willkommen. Wie war's bei euch? Was habt ihr gemacht? Guten Abend. Oh, süße Emotes. Und danke für den Follow. So. Also ich sag mal so, ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich würde mich jetzt nicht als ungebildet bezeichnen. Also, das war ja nicht deine Kernaussage, aber weißt, was ich meine. Ich finde, das ist ein Film, den man jetzt nicht zwingend gesehen haben muss. Kann auch sein, dass das eine richtige, harte Meinung ist, aber weiß nicht. Hat den Film jetzt nie so. Man den unbedingt gucken müsste. Was mache ich mit den Sternfruchtsamen? Trage ich die jetzt weiter mit mir rum? Ja, komm. So, gehen wir mal zur Ausgrabungsseite. Auch Stadio. Wenn du nicht gespoilert werden willst, dann geh schnell ins Bett. Wir machen hier nicht spoilerfrei, weil obviously. Ich glaube, Late Game kann auch sein, dass es nicht mehr noch nicht Late Game ist, weil ich nicht weiß, was hier noch alles kommt, aber. Hier ist sehr spoilerige Zone für Anfänger. So, was hat er denn hier zu bieten? Ich hätte jetzt langsam echt mal gerne eine goldene Nuss. Die Chance dafür soll 1 zu 7 sein. Dankeschön. Ja, eine gute Nacht. So. 1 zu 7 Chance. Ich habe schon 8. Okay, davon habe ich nicht 8, alle 8 vom Baum geschüttelt, aber ein paar davon. So. Aua. So nah war ich gar nicht dran. Gefühlt. Hier was zum Panning? Nee, ne? Also ich habe eine 10% Chance, hier was rauszuziehen. Mit der Angel. Aber andererseits würde ich auch gerne nicht hier schlafen, sondern auf dem Hof, weil wir den Montag auf jeden Fall auf der Farm starten möchten. So. Wäre alles gegossen, gepflanzt. War ja nichts mehr Besonderes, ne? Es war noch eine Stunde übrig vom Film? Boah. Puh. Boah, also wenn ihr den nicht unbedingt nachholen sollt für irgendeinen Test oder sowas, dann weiß nicht, musst du selber wissen, aber ich würde mal ganz, ganz weit mich aus dem Fenster legen und behaupten, du verpasst nichts. Verpasst nichts, wenn du es einfach lässt. Ah. So damals die Zeit, so
Das waren schon für damalige Zeiten halt gute Filme, ne? Aber puh. Hier gibt es nicht mehr groß zu tun, glaube ich. Ich kann das da noch einsammeln, dass das schon mal startet in die nächste Runde. So, wir haben. Oh, da muss ich aber ganz schnell in den einen Hühnerstall schauen. Ganz, ganz, ganz flott. In den da. Das dauert noch, okay. Das Dino-Ei ist noch am werkeln. Denn ein bisschen To-Do-Liste noch abhaken. Was könnte man jetzt noch so tun? Und zwar, Antrag ist erledigt. Kann ich nicht abhaken? Achso, das ist Überschrift. Überschrift im Sinne von, ist es wirklich eine Überschrift? Okay, Dino-Ei haben wir. Mehr Nüsse. Gilt, solange wir noch nicht die 130 voll haben, ne? Ja, komm, das Schuljahr ist gelaufen, ne? Das Schuljahr ist einfach gelaufen. Ah, der Test ist ja, der zählt ja dann nicht mehr fürs nächste Schuljahr. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Neue Jahreszeit wird auch wieder kommen. Automation umbauen müssen wir auch noch ein bisschen. Das Warp-Zeug. Ah. Wird das mal Heiden-Overlay machen, weil das sowas ist, das. Da muss man mal mit der Zeit gucken. Fasersamen. Müssen wir mit der Zeit gucken. Amulett. Können wir erledigt machen. Gegen der Händler waren wir jetzt gar nicht. Aber ja, der Rest passt so. Was müssen wir denn machen? Wir haben jetzt. Den Montag ist. Ja, eine To-Do-Liste, die ist richtig nice. Hat mir sehr oft schon ganz, ganz oft den Hintern gerettet. Ah, also der Sale, das ist ja ein wiederkehrendes Event, das haben wir drin stehen. Aber ist sonst noch irgendwas Wichtiges? Pond brauchen wir natürlich mehr, Fischerboot muss man gucken. Da noch irgendwas. Da ist ein Spirits Eve. Das ist das Halloween-Fest, ne? Ja, von 10 bis 11:50 PM. Das ist das. Ansonsten ist nicht mehr viel. Auf der Insel ist auch nicht wirklich Action. Gut. Habe ich, glaube ich, alles soweit? Ich gucke jetzt auch nicht mehr in den Keller. Ich habe keine Zeit, in den Keller zu gucken. Abigail wartet schon. Ab ins Bett. Ah. Morgen schon Zeugnisse. Hast ja gesagt, ne? Ganz viel Geld. Nice. So, dann schaue ich mal gerade, wer von den Leuten, den ich selber gerne gucke, da ist, wo ich euch mal hinschieben kann. Ansonsten schiebe ich euch zu jemandem, der auch Stardew Valley spielt. Müsst es nur noch saven. Dankeschön. Bisschen am Bang, wenn die Mods aktualisiert wurden, ob alles wieder so tut, wie es soll. So, mit über 1 Million auf dem Konto. Habe ich aber auch für heute genug geschafft. Ich schau mal eben. Wo komme ich jetzt da raus? Ich gucke einfach mal in meinen Mails. So, wer ist denn da? Die online waren, sind schon wieder weg. Moment. So, Stardew Valley. Wo kann ich euch denn mal rüberschieben?
Wie weit sind die denn ungefähr? Im ersten Jahr, da kann ich euch hinterschieben, ne? So. Lass liebe Grüße da. Nimmt den Raid noch mit. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns am Sonntag dann wieder zu Stardew Valley. Ich hoffe, dass ich nächste Woche endlich dazu komme, was anderes als Stardew Valley zu machen. Aber heute vom Rücken her, ich hätte mich nicht über den Tisch beugen können. Das wäre nicht gegangen. Ah, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restnacht. Schlaf gut. Bis dann. Und danke für den Follow, Indora.